Nach einer langen Zeit wieder hier und wie ihr seht, nicht alleine. Wie ihr seht, wie gesagt, bin ich nicht alleine. Ich habe einmal die Gabi mit dabei und den Niklas mit dabei. Die ihr kennt von Bulletproof die Challenge. So, genau, schreiben schon manche. Frau Hopfedebel und Herr Ohrleiter. Richtig. Und wir wollen uns halt die Challenge anschauen und dann könnt ihr Fragen stellen. Dann habt, glaube ich, die beiden Profis aber parat, die das Ganze sich mit ausgedacht haben und durchgeführt. Das heißt, alles, was an positiven Sachen ist, gerne weiterleiten oder Anregungen für die Zukunft. Sehr, 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 sehr gerne. Ja, ich bin gespannt. Ich bin happy, weil Platz 2 in den Trends. Nur Formel 1 ist vor uns. Können wir nichts machen. Kann man erstmal so stehen lassen. Oder? Ich glaube, irgendwie schon. Das wird sich noch ändern. Oder? Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Also, wir gehen mal rein in die Challenge. Folge 1. Vor 2 Boxern. Im Schlamm. So, da würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall rein. Ich habe 5 Teams, 3 Personen eingeladen, an meiner Challenge teilzunehmen. Und zwar eine 48-Stunden-Übung bei der Bundeswehr. Und hier schauen wir und prüfen die Teilnehmer auf Herz und Nieren und schauen, wo wirklich der Schmerzbereich anfängt oder auch tatsächlich aufhört. Besser? Viele spannende Challenges warten auf die Teilnehmer. Herzlich willkommen bei Bulletproof, die Challenge. Etwas lauter bitte, okay. Bisschen geht noch. Geschaut. Ich finde es echt schön. Das ist mega grün. Oder? Ja, top. Viele von euch haben mich immer gefragt, Otto, was trägst du da für eine Hose, was trägst du da für eine Jacke, was sind das für Stiefel zum Beispiel? Wer kommt so, ohne Wärme geht es um die auch nicht, wisst ihr selber. Also nochmal fettes Danke an Tagwerk für den Support, für einen Teil der Ausrüstung, kann man ja wie sagen, und Klamotten. Hier ins Spielen, das ist Tagwerk. Tagwerk ist ein wirklicher Partner, die ich schon seit über 20 Jahren tatsächlich kenne. Wir haben uns damals im Einsatz in Afghanistan Sachen bei Tagwerk bestellt. Die hat noch vor Ort tatsächlich einen Shop. Und deswegen habe ich vollstes Vertrauen. Warum? Weil es alles Marken sind, die für Spezialkräfte, spezialisierte Kräfte und andere Behörden angeschafft werden. Und was brauchen die? Robuste Klamotten. Sachen, die lange halten, wo man sich einfach drauf verlassen kann. Marken wie zum Beispiel Carinthia, Schlafsäcke, verwende ich seit über 20 Jahren. Tasmanian Tiger, Rucksäcke, mein Alltagsrucksack, den ich nehme. Also ihr findet bei Tagwerk ein riesiges Sortiment von tollen Produkten für all eure Vorhaben. Wie könnt ihr was davon haben oder was könnt ihr sparen? Mit dem Gutscheincode OTTO15 bekommt ihr 15 Euro Rabatt ab einer Bestellung von 60 Euro. Das sind 25% Rabatt. Deswegen checkt die Seite bei Tagwerk ab. Riesiges Sortiment, super schneller Versand, mega freundliche Leute. Damit unterstützt ihr mich, unterstützt die ganzen Videos und könnt durchstarten ins nächste Abenteuer. Wir machen weiter mit dem Video. Wir haben es jetzt 5.35 Uhr. Die Nacht ist jetzt kaputt. Die Teilnehmer wecken wir jetzt mit einer schönen... Da sieht man es auch mit der Uhr. Also da muss man sagen, oh, guck mal, Niklas, was ein Bild. Sorry, geiles Standbild, ja. Auf jeden Fall. Ja, das war sehr, sehr früh. Also man muss dazu sagen, den Teilnehmern haben wir ja den Abend vorher gesagt. Wie viel soll es losgehen? 6.15 Uhr, glaube ich, haben wir gesagt. Ja. Oder 6.30 Uhr. Oder 6.30 Uhr. Also dass die wissen, alles klar, sie können bis so und so viel Uhr schlafen, denn wir haben den Abend, ja, ich sag mal, oder den Tag vorher verbracht damit, Einkleidung, Einweisungen, Papierkram und so weiter. Henkers Mahlzeit. Henkers Mahlzeit, genau, stimmt. Noch schön essen gewesen mit allen, hat man so irgendwie kennengelernt. Wie war das für euch? Das war ja wirklich so, weil, guck mal, für mich ist das ja, beide Welten jetzt mittlerweile völlig normal. Also für mich war Hammelburg, ja okay, ist halt Hammelburg mit allem und boah, cool wieder da zu sein und hat sich teilweise was richtig viel verändert, teilweise nicht ganz so viel. Und für euch ist ja so, okay, jetzt kommen da 15, inklusive mir, 16 Dullis, wo man gar nicht weiß, was erwartet uns da? Also man hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen, kann man ja positiv sagen, irgendwie auch Vorbehalte, wo man denkt so, ja okay, ne, boah, YouTuber, Streamer, keine Ahnung, wie sind die drauf? Also klar, also ich denke, wer jetzt sagt, er hätte da keine vorherigen Gedanken oder irgendwas dazu, der würde lügen. Ich persönlich muss sagen, ich war extrem gelassen und besser gesagt dann begeistert, als ich gemerkt habe, dass die Jungs und Mädels genauso sind, wie man sie aus den Videos erkennt. Dadurch hat das irgendwie gar keine Anspannung gegeben. Du hast dich mit denen ganz normal unterhalten können. Das war wie, als wenn du mit einem ganz normalen Kumpel redest oder mit einem Typen oder wem auch immer, den du halt gerade auf der Straße triffst, unterhält sich ganz normal und so. Also absolut angenehm und deswegen... Also für mich persönlich zumindest die Anspannung dann eigentlich sofort weg. Und ja, dann ging es ja auch mehr oder weniger schon direkt los. Das heißt, wir waren eh wieder in unserem Metier und dann war es auch kein Ding. Läuft, für mich zumindest, ja. Ich finde ja, ich glaube, dass es für die Teilnehmer ganz anders war. Oder beziehungsweise, ich wollte nicht nur, sorry, aber du wolltest auch, wie war das für dich? Weil du hast gehört, alles okay. Gut. Nee, aber ich meine, ernsthaft, guck mal, die meisten von denen, nee, ich kannte genau niemanden, der Patrick kannte ich natürlich vorher aus der Dienstzeit, war einer
Der Soldaten bei mir in der Einheit und habe seinen Ausbilder ausgebildet und ich glaube bei ihnen sogar auch mal tatsächlich. Und ja, das, wie soll ich das sagen? Also ich wusste ja, auf was ich mich dort einlasse, aber ich kannte die, wie gesagt, vor YouTube-Zeiten ja gar nicht. Und bei euch, ich bin mal ehrlich, die kennst du doch, kennt man doch nicht alle, oder? Seid ihr so, nee, so inter- also, nein. Ich hab schon ein paar, hat man schon gekannt. Viele aber auch nicht. Und das ist schon allein so, wenn man ja selber so ein bisschen in dieser Instagram und ganzen Social-Media-Bubble drin ist, dann auch diese, die Reichweite, die diese ganzen Leute haben, das war dann schon so, boah, okay. Und man hat ja auch so eine gewisse Eigenanspruch an sich selbst dann da, wie man sich da auch dann zeigen möchte, beziehungsweise was ja auch das Format erwartet, ja, was ihr von uns sehen wollt. Und das war für mich dann schon, ich war schon ein bisschen nervös, ja, das Ganze auch dann so auch abzuliefern, dass das auch für euch da draußen was Geiles wird. Ja. Und vor allem auch für die Teilnehmer, dass die da halt auch Spaß dran haben. Das ist das Wichtige. Also ich glaube auch von den, aber ich glaube, die Teilnehmer, für die war das nochmal anders. Weil für die war, sie betreten eine völlig neue Welt. Ja. Und jetzt mal ehrlich, wenn du halt nie Dienst getan hast irgendwo, sondern kommst du da rein und in der OHG war das Treffen, Offizierscasino sozusagen, da unter dem Namen kennen die meisten das wahrscheinlich, und alles in Uniform und grün und dann Papierkram und die, ich glaube, das ist einfach, du kommst da in eine völlig andere Welt. Oh, Jan ist im Chat. Jan Schlappen. Ja. Geil. Abend. Grüße. Oder was? Die Jungs waren in Brasilien. Habe ich gesehen. Ja, und haben sich hoffentlich, alle sind sie wieder lebendig zurückgekommen. Ja. Stark. Ja, Jan ist auch eine so eine Kandidat, wo ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut habe. Ich habe ihn kennengelernt damals bei einer Veranstaltung mit dem Sebe zusammen im Windtunnel. Und da kann man auch mal wieder drauf eingehen. Ne? Das ist jetzt, betrifft euch jetzt auch weniger, aber dieses, manche haben so geschrieben, und das finde ich mal so ein bisschen traurig gestellt, ja, ich will vom Jan da und nach Seven vs. Wild. Die Leute gucken irgendwas an, verballern ihre Energie. Und weißt du, so, ich denke so, Jungs, wartet einfach mal ab. Und ich glaube, jetzt in Folge 1 können wir, da kriegen wir schon einen feinen Vorgeschmack auf Team Schlappen und Essen und alles, wirklich, was ich einfach super finde. Ja. Mega geil. Vor allen Dingen sind die ja selber noch nie wahrscheinlich in so einer Situation gewesen. Nee. Dann lässt es sich immer leicht schreiben, da fünfmal auf die Taste gehauen und abfeuern. Ja, muss einfach sein. Ja. Also deswegen, das ist, ich fand Teilnehmerauswahl sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aber da können wir gleich bei den Teams draufgehen. Wir waren, quatschen schon wieder. ja, 5 Uhr irgendwas wecken. Das heißt, alle wussten, oder keiner wusste davon Bescheid. Richtig. Patrick, unser MMA-Fighter, war mir klar, als SSZ8 war dem klar, ja, 36. Wir stellen vorher schon mal den Wecker, war aber nicht der Einzige. Ja. Sirene tatsächlich. Niklas und ich gehen jetzt rein, machen die Sirene an, holen die aus den Betten raus. Ich war so froh, dass du dabei warst, weil meine Stimme einfach so, ich war. Ich hab's gemerkt. Raus und dann geht's los. Attacke, aufstehen, komm. Tja, was im Modus. Was wird denn noch gebrannt? Aufstehen. Attacke. Der war doch noch nicht. Okay. Aber er sieht trotzdem gut aus, wenn er aufsteht. Ja, okay, alles klar. Patrick, weil er hat mir erzählt, ich wusste ja, was kommt. Gut, vielleicht hat er schon wach gelegen und gedacht, komm, ich, keine Ahnung, beantworte immer ein paar Nachrichten oder sowas. Ja. Kurze Runde Sport gemacht, sich nochmal wieder hingelegt. Das kann auch sein, einmal um die Kaserne rumgelaufen. Die Uhrzeit wäre ja noch angenehm gewesen als Funktionspersonal. Ja, das stimmt. Das muss man sagen, das Funktionspersonal, das vergessen ja auch mehr Leute. Ihr seht die Aufnahmen, oh, die Teilnehmer werden um 5.30 Uhr geweckt. Ich weiß, wir haben uns um 5 Uhr getroffen. Ja. Ihr wart wahrscheinlich ab 4 Uhr irgendwas dann schon am Start, um alles vorzubereiten. Ja. Deswegen kann man echt mal dickes Danke sagen und das auch nicht nur einmal an alles Personal, was da mitgearbeitet hat. Und das waren ja nicht wenige in Hammelburg, die halt wirklich Stunden gemacht haben ohne Ende. Ja. Also aufstehen, los geht's. Das, also das, glaube ich, ist ein gutes Bild. Die Streamer mit Niki, die kamen gerade von der Wim Hof Challenge irgendwie zurück. Also hatten das irgendwie mit eiskalt und so weiter. Da bin ich auch echt happy, dass mir so viele Leute zugesagt haben. Ich probiere das ja immer so ein bisschen zum Schiffen, nicht ganz so viel zu beraten. Er sagt immer so, ja, coole Sachen bei Bundeswehr erleben. So, ja, würde ich mal machen. man muss ja Leute auch ein bisschen zum Glück zwingen, ja. Ja. Ich glaube, da hatte er nicht so Bock in dem Moment. Nee, das stimmt, obwohl er immer sehr gute Laune hat. Auf jeden Fall, aber da ist halt leicht geknickter Blick doch gerade. Ja, sieht geil. Wirklich so aus. Man muss sagen, er hat selber auch einen YouTube-Kanal, so alles zum Thema Psychologie. Mhm. Genau. Super coole Sachen. Lesen, ja. Ja? Denk mal gar nicht. Gar nicht geschlafen, also da können sie wecken, wann sie wollen. Anfängerfehler. Yo, ich bin topfit, ich hab so Bock. Warum bist du 5:35 und nicht 6? Warum? Ah, 6 Uhr soll das sein. Ja. Okay, komm, 25 Minuten vorher ist, glaube ich, ist völlig okay, oder? Ja, aber selbst der alte Trick funktioniert noch, ne? Ja. Oder? Immer so. Ja, das ist so, wann immer man so Formate, man denkt so, ja gut, das ist so Standardrepertoire. Ja.
ihr könnt morgen bis um so und so viel Uhr schlafen oder der Bus steht auf dem Berg. Komm, das ist beim Einzelkämpferlängen ja auch so. Ich weiß gar nicht, wo das morgen gewesen ist. Bis so und so viel Uhr, ja, erreicht ein Bus und dann nach, keine Ahnung, Durchschlagübung irgendwas und du siehst den Bus da oben und denkst, boah, mega. Und dann fährt der Bus weg. Oh, ist ausgefallen. Ist ausgefallen, Klassiker. Neuer Punkt, wir müssen weiter. Boah, das, da siehst du halt immer dann Bilder so mit. Zerstörende Gesichter. Ja, ja, voll. Haben wir heute auch noch. Mhm. So, bei der Sirene fällt man doch hellwach aus dem Bett, oder? Ja, gibt halt manche, die mit Gehörschutz geschlafen haben. Ich glaube, die haben das im ersten Moment gar nicht so mitbekommen. Ah. Ich glaube sogar Trimax, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Wenn ich es falsch erzähle, aber der eine oder andere hat auf jeden Fall mit Gehörschutz geschlafen. Ja. Also hier so ein Pfropfen rein und dann ist halt dann auch Ruhe. Und ich habe gesehen, Ronny war mit der Mannschaft dann noch unterwegs gewesen abends. Ja. Warum sind wir schon wach? Aber ich habe das gewusst. Ah ja. Jetzt hat er nicht drin? Nee, er liegt ja, okay. Ich kriege halt Feueralarm mit alles. Guten Morgen. Oder ich weiß nicht, wie gut er ist, aber... Morgen. Moin. Ab geht's. Dave, was machst du denn? Ja? Morgen schlecht geschlafen. So scheiße geschlafen. Echt? Ich schwöre. Ich habe so gut geschlafen. Aber gut, bei mir ist es, ich muss so blöd, mal klingt, habe immer wieder Vorfreude, wenn ich eine Reserveübung mache oder wie letzter Tag der Bundeswehr dann in der Kaserne. Ich freue mich halt immer total, denke mir so, ach, wie schön ist das denn? Und ich weiß, Heimat irgendwo auch. Ja, natürlich voll. Wenn man so lang das macht mit Herzblut, dann ist es natürlich eine Art Heimat und dann freut man sich einfach da. Und ich weiß noch im Vorfeld, weil die Gebäude, kann man ja sagen, werden jetzt abgerissen, ja, weil was erneuert wird. Ja. Und ein Team in Orga sagt, ja, boah, und die Stuben, das ist ja auch nicht mehr. Und da dachte ich mir so, ja, was für Stuben kommen wir denn? Dann komme ich da rein, sehe hier Stube 2000, Schränke. Da sind die Lehrgangsteilnehmer noch drin. Ich denke, das ist doch total super. Und die Teilnehmer, pass auf, die Teilnehmer sind hingegangen, haben ja gesagt, oh, was für super Stuben, wie toll ist das denn? Ich dachte, wir sind in einem Raum so mit 16 Mann in einem auf einer Stube. Das haben die tatsächlich auch gedacht. Da kann man auch mal sehen, wo die Erwartungshaltung eigentlich steht. Ne? Völlig. Meine war so, boah, mega. Von meinem Team, die auch natürlich, lange gedient haben, ja, müssen wir mal gucken, ob das so passend ist. Und für die Teilnehmer war das ein, also die sehen halt wahrscheinlich irgendwelche alten Filme und denken sich, ja klar, da liegen wir jetzt richtig alle in reinen Glieden aufeinander. Genau. Aber mal ehrlich, ich finde es vollkommen okay, also vom Platz her, also kannst du dich, ich kann mich nicht beschweren. Und ich habe auch mega gut geschlafen. Also mein ganzer Kopf, so ich sage, machen wir das, Digga, fuck. Erst machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das und ich kann das alles nicht. Aber sie haben natürlich auch hier Aaron mit dabei. Dazu muss man vielleicht mal sagen, eigentlich war Aaron Troschke geplant. Mhm. Der konnte nur kurzfristig tatsächlich, oder musste der absagen. Und da dachte ich mir, bei wem tue ich, weil der hätte das Team, der Name Team YouTube noch mehr gepasst. Ne? Dave, Max und Aaron wäre 100% natürlich YouTube gewesen. Aber dann denke ich so, warte mal, boah, mit Aaron wollte ich immer schon mal. Ich habe mit ihm Football angefangen zu spielen. Der war vorher richtig gut im Basketball unterwegs, in der NFL gezockt. Ist jetzt wieder bei uns in der Heimat angekommen. Und ich dachte, komm, dann tausch den einen Aaron gegen den anderen aus und gibst dem YouTube noch ein bisschen körperliche Power mit dazu. Aaron ist einfach auch und das war, Maschine. Das wird noch lustiger sehen. Oder? Ja. Aaron, ich hab geschnurrt. Ich bin bei jemand, der schneit. Schaut euch das an. Ich bin mitten in der Nacht, irgendwann 3 Uhr nachts, ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Aaron war wie ein Sägewerk. Ich habe kein Auge wirklich zugekommen diese Nacht. Ich bin 3 Uhr nachts irgendwann dann mit meiner ganzen Matratze einfach rüber bei denen rein, der sich zu Tode erschreckt. Und hab da vor allem nachts einfach umgezogen. Ne? Alter. Also, wo man die Stubentür geht auf und einer räumt das Ganze. Ich glaube, ich hätte mich einfach, glaube ich, wenn stumpf auf den Flur gelegt. Ey, das ist ja krass. Wahrscheinlich ja. Oder also, bevor ich eine andere Schuhe reingehe, ich habe einfach gesagt, ja, komm. Oder in den Waschraum oder sonst was. Ich kann mir halt vorstellen, dass die sowieso schon nicht so viel geschlafen haben, die Teilnehmer, weil die auch wahrscheinlich aufgeregt waren, nicht wissen, was kommt. Und dann entscheidest du dich, wie schlimm muss es sein, wenn du dich 3 Uhr nachts noch dazu entscheidest, so, ist mir egal, ich nehme die Matratze und ziehe hier um. So, alter Schwede, ey. Und es hat ja was mit Aufregung zu tun, ne? Also ich glaube, das ist einfach so eine völlig ungewohnte Welt. Du weißt, okay, das wird jetzt irgendwie anstrengend, aber doch, du weißt nicht genau, was auf einen zukommt und ja, der eine schläft dann sehr gut, der andere schläft halt dann echt schlecht, glaube ich. Ja. Richtig. Ja. Aber schönes Bett umgeräumt, läuft. Ja. Guten Morgen. Ich hab's genau gewusst. Guten Morgen. War dir vorbereitet? Kein Problem. Ich teile doch mit dem richtigen das Zimmer. Der wusste, dass das passiert. Man hab ich aber auch was gesagt, so Otto, okay. Und ich bin davon ausgegangen, okay. Kamera, das wird jetzt natürlich alles ein bisschen anders vorbereitet, aber es ging schon recht rigoros, wirklich rigoros los. Die anderen liegen noch im Bett, ich glaube, die brauchen noch mal ein bisschen Hilfe.
Moin. Ist hier noch wer? Sie stehen schon. Nee, alle wach. Gut, dann ab in die Klamotten, draußen antreten. Jo. Jo. Gab auch noch völlig andere Umgangston dann für gerade so, oder? Behind the scenes schon so ein bisschen, also ich glaube auch so bei mir, so Aaron, ne? Ja. Grüße gehen raus, man, die Bahn. Man sieht ja auch, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wann erzählst du einem Zivilisten mal, jo, zieh dich an, draußen antreten, ja. Ne? Also bist ja auch nicht gewohnt. Natürlich, ja. Völlig, ja. So, ich komme alles in unseren Schlaf rauskommen. Ich habe mich hier schön zugeballert mit allem möglichen, was mich ein bisschen fit hält. Stimme ist schon noch weg. Bester Zeitpunkt, läuft. Wir sind bereit. Die Müdigkeit merkt man nicht, weil man so aufgeregt ist. Die Nacht war toll, das Bett war auch super. Ja. So, beste Werbung für die Stuben bei der Bundeswehr. Jetzt hätten wir es abgesprochen. Betten waren super. So, ich fand das. Niki ist aber auch immer so ein gute Laune-Bär, muss man schon dazu sagen. Der sieht überall das Positive. Oder? Ja. Einfach durchgepennt. Max hat die Sirenen nicht gehört. So gut hat er geschlafen. Ja, wir sind ready. Das ist immer das Wichtigste morgens. Das werde ich auch verbissen die nächsten zwei Tage. Ich kenne dir den. Ja, besser ist er auch. Ja, mussten die Teilnehmer unterschreiben, dass sie rumkommandiert werden dürfen. Ich glaube, das ist so was Typisches, was so Zivilisten immer denken. Es ist natürlich ein militärischer Ton, gar keine Frage, aber im Vordergrund stand ja auch, okay, ey, ihr taucht mal eine ganz andere Welt ein, dazu gehört natürlich auch ein anderer Ton, weil ansonsten, also kannst du halt auch so, stell dich einfach vor, da kommen 15 oder bei anderen Fällen 30, 40 Leute hin zum Lehrgang und alles redet durcheinander, das geht gar nicht anders, außer das irgendwie ein bisschen straffer zu organisieren. Und ich glaube, ja, für die Leute war das eigentlich mal teilweise gar nicht was willkommen anderes. Denn ich kenne auch so Events oder Veranstaltungen, wo du denkst, hier ist ja irgendwie Kraut und Rüben. Und das mag ich so in der Bundeswehr, was auch mir das mitgegeben hat. So, okay, da gibt es eine ordentliche Struktur. Und ich finde es halt immer ganz gut, wenn du klare, strukturierte Anweisungen bekommst, dass du weißt, okay, was passiert als nächstes, was muss ich jetzt tun, was passiert in 15 Minuten. Wenn man Glück hat, weiß man es. Ja. Und jetzt gerade bei Trimax dann, wenn ich ihm sage, anziehen und dann sehen wir uns draußen so, dann weiß der, okay, ich ziehe mich jetzt an. Das hätte er auch so gewusst, ich glaube, der hätte sich auch so angezogen, aber es gehört halt einfach dazu, dass man da auch ein bisschen Druck reinbringt, denke ich. Ja. So, dann gab es Hängersmahlzeit, ne? Ja, ich war auch nochmal, Frühstück nochmal. Das ist aber ein geiles Frühstück, das kann man nicht anders sagen. Schön. Ja, Kaffee. So, Leute. Los geht's. Ich sah, hab mitgefrühstückt, oder wir alle haben ja mitgefrühstückt. Und dann war noch so Trimax, kam nur nicht so, ja, wie viel Essen gibt's noch? Und ich so, weiß ich nicht. Der Klassiker. Und dann war so, ich sag, Jungs, also ich kann euch sagen, es geht immer darum, wie kann man sich auch bei manchen Dingen so ein bisschen einen Vorteil erschaffen, der noch so ein bisschen fein ist. Hab ich gesagt, also wenn ich jetzt dabei wäre, ich würde mir einfach was packen und das irgendwo zwischen den Klamotten verstecken und hoffen, dass es nicht gefunden wird. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Vielleicht sieht man es. Ich weiß gar nicht, ob die Szene drin ist. Ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich erinnere mich daran. Ich habe ihm gesagt, also ich hätte das gemacht und daraufhin hat er auf jeden Fall sich ein paar Brötchen geschmiert. Er war, glaube ich, auch nicht der Einzige. Nee. Ich brauche nur Kaffee. Steht dem Sieg nichts mehr im Weg. Was hast du reingetan? Schuhe? Unterwäsche? Zahnbürste. Schuhe, Unterwäsche, Zahnbürste. Klopapier. Das ist unser Geheimtrick. Challenge startet hiermit. Für die Teilnehmer war es die letzte Nacht in einem gemütlichen, warmen Bettchen. Vernünftig frühstücken am nächsten Morgen. Und dann ging's los. Ach, ja, noch schön. Aber der eine oder andere, glaube ich, so, ja, wenn man Max so sieht, so, alles klar. Guck dir mal Max an, da rechts. Ja, der wusste auch noch nicht so ganz so gut. Katharina denkt so, ja egal, machen wir schon. Max Koga denkt so, ja gut, was, wie schlimm soll es schon werden? Patrick Dings grinst, glaube ich. Ja. Niki lacht. Team gute Laune. Das ist für alle, also die mal so, die sowas vielleicht gar nicht kennen. Ne? Hammelburg ist halt ein riesiger Truppenübungsplatz, wo ganz viele Einheiten auch zum Üben hinkommen, auf große Schießbahnen, ganz viele Lehrgänge, die dort stattfinden. Ja, und da stehen halt auch überall mal so alte Panzerwracks rum. Die sind da aber nur dekorativ. Ja, also da schießt jetzt gerade keiner mehr drauf. Auf manchen Schießbahnen stehen die noch als Hartziele dann. Ja. Das ist jetzt ein ausgesondertes Modell, steht einfach, einfach mal auf dem Platz.
wenn ich mich nicht täusche, in meinem Reconnaissance-Lehrgang in Fullendorf ist das ein T55. Ich hoffe, das habe ich noch richtig im Schirm. Aber gut, vielleicht weiß der andere. Chat schreibt auch schon T55. Ja. Teilnehmer Bulletproof Challenge, Stich! Zur Meldung, die Augen, links! Herr General, ich melde Ihnen die Teilnehmer Bulletproof Challenge zur Begrüßung angetreten. Die Leistung wird immer im Team erbracht. Der eine oder andere von Ihnen ist ja Einzelkämpfer, der eine oder andere ist Teamplayer. Und wir in der Infanterie sagen, wir lassen keinen zurück. Meine Empfehlung, agieren Sie im Team. Sie werden dabei begleitet von sehr erfahrenen Ausbildern der Schule. Und die sanitätsdienstliche Versorgung ist auch sichergestellt. Ich bin gebeten worden, noch nicht zu viel zu verraten, um den Spannungsbogen zu steigen. Aber Ihre nonverbale Kommunikation zeigt mir, dass Sie gut drauf sind, dass Sie wollen. Meine besten Wünsche begleiten Sie. Alles Gute. Gut. Wir wollen gar nicht viel. Kurz auf eingehen. Also tatsächlich auch mal Dank an General der Infanterieschule. Und ich glaube, da habt ihr echt einen guten General auf jeden Fall. General Matz, ja. Ja. Oder? Ja. Also wir hatten ja einige Vorgespräche, wo ich auch vor Ort gewesen bin, in Hammelburg. Und das darf man auch nicht vergessen, bei dem ganzen Format, das ist halt völliges Neuland für, ich sag mal, für die Bundeswehr, weil natürlich, es kommt natürlich immer wieder mal, keine Ahnung, Berichterstattung irgendwo im Fernsehen. Und was ich dabei immer so schade finde, ist halt, oder ich kenne es von Kameraden, ne, die jetzt auch im aktiven Dienst noch dabei sind, ja, dann bist du gerade im Ausbildung machen, dann kommt irgendwer mit der Kamera, ja, Gabi, jetzt erzähl mal, was machst du? Dann denkst du, ja, okay, ich bin gar nicht richtig vorbereitet worden und was darf ich überhaupt sagen, was kann ich sagen? Genau, richtig. Und ich glaube hier, dadurch, dass wir halt ne, viele Vorgespräche hatten, vor Ort gewesen sind, man genau wusste, das glaube ich auch, glaube ich, der Vorteil, ne, dass man, ich halt lange gedient habe und bei mir aus dem Team auch, welche gerade auch ausgeschieden sind aus der Bundeswehr, dass man so dieselbe Sprache gesprochen hat und weiß, okay, wir können das mal anders einfach zeigen. Genau. Also ich bin generell super dankbar, alle, die auch mitgearbeitet haben, war richtig cool. Und ja, die Worte, das ist ein bisschen geschnitten natürlich das Ganze, denn die Rede ging, oder die Ansprache von ihm. Gute 5 Minuten, ganz bestimmt. Gute 5 Minuten, ja. Und der eine oder andere hat geschrieben, was ist mit Richt euch? Also, das wurde natürlich die komplette Meldung vernünftig gemacht. Ich habe extra vorher nochmal ein kurzes Briefing gehalten. Stimmt, für alle. Für die Teilnehmer. Ja. Wie machen wir das mit Richt euch, Augen geradeaus und so weiter. Für die Leute, die von euch, die es jetzt überhaupt nicht kennen. Ja, es gibt natürlich ein Prozedere bei der Bundeswehr, wie berichte ich an jemanden oder übergebe sozusagen das Wort. So kann man es, glaube ich, besser beschreiben. Ja. Ja, haben alle verstanden, alle gut. Also ich muss sagen, ey, fürs Erste war das echt gut. Positiv gemacht. Überrascht, ja, hat echt. Aber ich will mal hier mal kurz, weil ich das letztens war, ich habe nämlich die Videos noch nicht geguckt, weil wir durften ja nicht, ja. Aber ich habe ein bisschen die Kommentare durchgelesen und jetzt solche Aussagen wie, wird im Real Life inzwischen wirklich so lieb geredet. Ich finde, dass halt die Leute hier draußen, müsst das so ein bisschen trennen. Es war jetzt auch ein gewisses Format. Also es hätte jetzt, finde ich, keinen gebracht, wenn ich jetzt Aaron todesdurch beleidigt hätte und der gesagt hätte, okay, ich bin ja eigentlich kein Soldat, ich mache jetzt hier gar nichts mehr. Ja. Das war jetzt, hätte auch jemand anders sein können. Was nicht heißen soll, dass wir das sonst machen, ne? Also. Ja, richtig. aber ich finde halt immer das wichtig, dass man das so ein bisschen trennen muss, weil viele dann immer sagen, oh, bei mir war es damals ja so hart, wir kennen es alle, jeder hat immer die härteste Ärger da draußen. Na klar. Aber ich finde das schon wichtig, dass man das so ein bisschen trennt, dass wir die jetzt nicht total durchschreien müssen. Nee. Das war ja auch gar nicht der Sinn der Sache, aber das... Habe ich relativ oft gelesen, tatsächlich, muss ich sagen. Also, echt? Ja. Das ist halt das, was die Leute denken oder was viele halt denken, die nicht aus dem Militär kommen. Das kann nur immer mit Rumschreien gehen, das geht immer nur mit Druckdrall, Geschwindigkeit. Dass man aber den Teilnehmer auch einfach damit abholt, dass man ihn halt präzise einweist richtig. Und möglichst knapp und nicht bombardiert mit Informationen. Und das Ganze eben dann präzise formuliert. Ich denke, da ist halt den meisten mitgeholfen. Also wirklich... Wie mit rumschreien, da kommst du einfach nicht weiter. Das habe ich auch schon lange nicht mehr so erlebt, nee. Ehrlich gesagt. Also bei mir ist der Einhalt Spätzle zum Schluss, war halt eher in der Ruhe. Genau, wer zu viel rumschreit, ist unglaubwürdig. Richtig, und hat auch nicht immer recht. Das ist halt auch so dieses, ja, war oder? Mir immer wichtig, das mal zu sagen. Also ich habe das tatsächlich echt öfters gelesen. Echt? Ja, okay. Und war da ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ja, haben sich viele Dinge auch geändert, auch sehr zum Positiven. Zum Positiven, ja, maximal, ja. Die Zeit verlieren, wir haben straffes Programm vor uns. Das heißt, die Ausbilder übernehmen jetzt die Teams. Wie ihr seht im Hintergrund schon alle eure Gepäcke. Absicht ist es jetzt, das ganze Material so schnell es geht in die Rucksäcke zu verpacken. Keine Zeit verlieren. Wenn es keine Fragen gibt, Ausbilder übernehmen, Attacke an die Gepäcke. So, da muss ich noch mal angucken, wie alle dann da stehen. Ja. Denke, Aaron kennt das übrigens. Gerade? Aaron war nämlich auf dem Military College in Stimmt. New Mexico. Ja. Da hat er mal was gesagt. Ja, also der ist damals, ich habe mit dem 2 Jahre bei den Düsseldorf Panthern gespielt. Extremer Athlet auf jeden Fall. Und der war danach Military College. Das heißt, ja, wie ihr seht, selbst da Military College, der kennt das auf jeden Fall auch mit Meldungen machen, Wenden und so weiter. Also auf dem College tatsächlich. Ja. Hatte jedes Team seine eigenen Ausbilder. Genau, jedes Team hatte seinen eigenen Ausbilder. Alles EK-Ausbilder ja. Bei dir aus der Inspektion. Ja. Ja. Und ja, wurden dann betreut. Ausführung. T-Shirt. Ah! Voll der Stress.
Die Jacke anziehen oder so eine dicke Jacke? Die da. Die hier? Du, da habe ich auch gedacht, ne? Weil das, was sie jetzt anhaben, einen Tag vorher war ja Einkleidung. Mhm. Und das, was sie anhaben, ist Wärmeschutz, Arktikausstattung. Ja, also warm. Das Ding ist schon sehr, sehr warm. Das ist richtig warm. Es fühlt sich an wie so ein Neoprenanzug. Ist es ja mehr oder weniger vom Material her schon, so ähnlich. Oder? Ne? Also schon wirklich sehr, sehr warm. Ja. Und wenn man dann noch eine Hindernisbahn, oder sieht man mal, das ist eigentlich auch Schöne, ja, die kennen halt nicht, was oder wissen nicht, was auf einen zukommt. Ja, das reicht. Wo geht die auf? Haben dann die Ausbilder. Das muss man auch sagen, die Ausbilder waren jetzt nicht dazu da, um ja, nur nebenher zu laufen, zu gucken, sondern auch tatsächlich zu unterstützen, richtig, mit Fragen, wie also Tipps zu geben. Und einfach auch so eine, ja, einfach eine Stütze zu sein, oder? Absolut. Genau. Vor allen Dingen, normalerweise sagt man ja, okay, wenn mir warm ist, ziehe ich mich aus. Wenn mir kalt ist, ziehe ich mich an. Mhm. Ja, das sind so selbstverständliche Sachen, wo jetzt jeder denkt, ja, herzlichen Glückwunsch, da brauche ich keinen, der mir das sagt. Ja. Es gibt aber durchaus junge Soldaten in der Truppe, die einfach noch nicht die Erfahrung haben oder die einfach zu faul und zu bequem sind, sich entsprechend an- oder auszuziehen. So, das würde ich denen jetzt niemals unterstellen, aber daher kommt das halt einfach, dass du als Ausbilder dann einfach dahinterher bist und deine Schärfchen im Trockenen hältst und immer dafür sorgst, dass es denen gut geht, dass du dir daran erinnerst, ey, trink mal mehr, zieh mal eine Jacke aus, jetzt machen wir erstmal Pause, zieh dich warm an. Ja. Und ja, das ist ja auch Fürsorge und einfach... Das gehört zum Team halt einfach dazu, ne? Und deswegen machen wir Ausbilder das hier genauso. Ja. Also ich habe gesagt, pass auf, lass uns jedem Team einen beistellen, der ununterbrochen die begleitet. Und ich glaube, dadurch hat jedes Team auch nochmal eine ganz andere persönliche Erfahrung gemacht. Ja, das glaube ich auch. 5 Minuten noch. Easy. Easy. Eine Jacke vielleicht? In die Seitentasche passt denn hier? Einfach rein da, rein da, rein da. Hier kracht's. Die Ersatzschuhe 49 haben alles verstopft, so die XXL-Klamotten und XXL-Jacken. Hier ist alles leer. Streamer, kam da gerade von Clash Royale der Ton? Ich habe, ich weiß nur, dass Clash Royale ein Spiel ist. Ja. Ich habe einen oder zwei Kommentare gesehen, mega cooler Sound bei Team Streamer. Ja, ja, schreiben die Leute. Ja, okay. Ich dachte, was ist denn das jetzt? Aber es gehört zur Serie. Sehr geil, passt da perfekt zu dir. Ich glaube, also die Jungs im Schnitt sind hingegangen und gesagt, wir gucken, dass es so ein bisschen thematisch dann dazu passt. Sehr geil, ja. Ja, finde ich auch mega coole Aufnahmen geworden. Ich weiß noch, ich hatte Max gefragt, ich sag, pass auf, hast du Bock mitzumachen? So grob gesagt, worum es geht. Also wird er herausfordernd. Ein Team, wenn du Lust hast, stell dein Team selber zusammen. Weil ich finde es ganz gut, dass da welche sind, die sich halt auch kennen. Ja. So ein bisschen. Ne? Dann merkt also, man halt auch einfach gleich, wie die dann schon zum Zusammenarbeiten. Völlig. Und das ist halt Niki. Ich hatte für die beiden damals hier Nerd and Dirt gemacht, wo auch jetzt die nächsten Sachen planen. Ist ja für Trimax. Also für Max tatsächlich. Was richtig gut geklappt hat. Und ja, ein Top-Bruder-Team. Ronny kannte ich gar nicht. Null tatsächlich. Hab mir ein paar Videos angeschaut. Denk so, okay, das wäre immer gut drauf. Total verrückte Sachen, die er macht. Ich fand es ein cooles Team, ja. Die haben wirklich gut, also die waren auch immer gut drauf. Ja. Also auch Niki, der hat immer über beide Ohren gestrahlt und das war... War schon super. War gut. Ich muss ja eins sagen, dass viele heute gesagt haben, ja okay, das sind ja so krass unterschiedliche Teams. Ist ja klar, das Team MMA gewinnt. Ist ja klar, das Team Schlappen gewinnt. Ist ja klar, das Team... So, und ich bin mal sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Also... Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das ist also, und das war so meine Hoffnung am Anfang. Und ich glaube, das konntet ihr einfach, das habt ihr super ausgesucht. Ich habe damit nie gerechnet. Nee? Also ich freue mich jetzt. Ja, okay, muss ich auch zugeben, damit jetzt nicht, was passiert. Also so ein bisschen Vorfreude. Es war einfach spannend. Ja. Bis zum Schluss. Ja. Bis zur allerletzten Challenge, muss ich sagen. Weil man hat auch immer ja Stärken und Schwächen. Die einen sind vielleicht körperlich ein bisschen stärker, wo die vielleicht eher eine Challenge körperlich gewinnen. Ja. Aber dann der Kopf vielleicht bei manchen in der Challenge eher gebraucht wird. So hat dann jeder so seinen Vorteil. Ja, oder? Ich bin Max, Trimax, so kennt man mich online. Ich habe Ursprung im Gaming, streame jeden Tag live auf Twitch, mache aber alles Mögliche, was unterhält. Wir waren gerade vor 2 Tagen noch in Polen, Wim Hof Challenge, nackt auf den Berg hoch, hatte auch schon ein Format mit Otto zusammen. Ich hoffe, jetzt sind wir weiter bei. Also das ganze Outdoor-Survival und so an seine Grenzen kommen, wenn man gar keine Erfahrung hat, finde ich auch richtig geil. Ja, mein Team, bin ich sehr zufrieden mit. Einmal Ronny Berger, mit dem war ich schon einmal ein Team bei der Teamfood Challenge. Einer ist gar nichts, einer ist so viel, wie es geht. Da waren wir schon ein gutes Team. Und mein Bruder ist noch mit dabei, auch sehr, sehr gutes Team. Ja, ich finde, es wird ein richtig, richtig cooles Teamerlebnis. Niki und Trimax beide, die kennen sich gut. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Die beiden Brüder, die sich ihr Leben lang schon kennen. Niki würde ich auch als Sportler einschätzen. Und deswegen haben wir da, glaube ich, körperlich ganz gute Chancen. Aber ich habe das Gefühl, boah, das ist mein Körper gar nicht so richtig gut in Schutz.
Aber da finde ich, hat er ein bisschen tief gestapelt. Ja. Wir werden es ja wahrscheinlich. Ich sehe es jetzt gerade das erste Mal. Ja. Finde ich auch. Also im Endeffekt mag man manchmal gar nicht wissen, zu was der eigene Körper eigentlich in der Lage ist, wenn du halt mal richtig am Kabel ziehst und Vollgas gibst. Ja. Und ich glaube, das wusste er zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Nee. Aber ja, gut, so ist es. Ja, ihr schreibt schon was. Ronny ist ein Kampfwiesel. Ich glaub, schreibt es sehr gut. Ja, wirklich. So es ist. Deswegen hoffe ich, dass die das ein bisschen kompensieren können mit ihren Riesenkörpern. Also wenn ich ehrlich bin, gehe ich eher so rein, ich möchte mit dem Team nicht Letzter werden. Aber ich feiere es auch so, also es fühlt sich irgendwie so ein bisschen nach Underdog an, wenn man uns drei irgendwie so anguckt. Weil wir auch irgendwie nicht so viel Ahnung haben, vielleicht auch nicht so mega sportlich sind oder auch die beste Ausgangslage haben. Aber ich feiere es auch so ein bisschen Underdog und wir werden absolut alles geben. Und falls wir am Ende doch irgendwie Chance haben, Erster zu werden, wäre das absolut geil. Also ich würde es noch nicht rausgerechnet haben, aber Hauptziel ist erstmal nicht Letzter zu werden. So, die Einschätzung fand ich auch spannend von den Teilnehmern. So, ne? Dieses Amt. Ja, aber ich glaube, Diggi hat das auf den ersten Blick tatsächlich schon so richtig, weil man erwartet natürlich unfassbar nur körperliche Sachen, aber die Einzelkämpfer-Lehrgang, daraus bestehen ja so die meisten Challenges oder Teile davon, ist abgewandelt viele. Natürlich, oder viele, sind natürlich nicht nur körperlich, ne? Nee, absolut nicht. Na. Und das ist ja auch bei uns auf den Lehrgängen so, ne? Klar, du kannst körperlich der beste Mann sein und der krasseste Hund so ungefähr. Ja. Du musst aber geistig immer auf der Höhe bleiben, um halt für deine Gruppe die zweckmäßigen Entscheidungen zu treffen. Ja. Und wenn du das einfach nicht kannst, dann bringt dir, wie gesagt, das auch nichts, wenn du, weiß ich nicht, 120 Kilo den Berg aufziehst. Genau. Deswegen ist es immer die gute Mischung aus beiden und deswegen halt auch sehr gut die Dreierteams, die können sich immer perfekt ergänzen und in allen Challenges dann halt hoffentlich das Maximale rausholen. Total, oder? Ja. Ja. Kannten die Ausbilder die Teilnehmer vorher schon von YouTube? Also ich glaube, ein Teil der Ausbilder guckt vielleicht ein paar Videos, aber kannte wahrscheinlich die meisten. Nee, also wir hatten ja dann, ich glaube, war es ein Tag vorher, wo uns dann gesagt wurde, welches Team wir haben und wer auch die Teammitglieder sind. Und dann hat man natürlich dann vorher nochmal, okay, den kenne ich jetzt vielleicht nicht, jetzt gucke ich mal ganz kurz nach, ja, weil Vorbereitung ist auch das Beste, was man machen kann. Ja, und dann haben wir da ein bisschen geguckt, aber jetzt... Einige, also Ronny zum Beispiel, den kannte ich jetzt auch gar nicht. Okay. Was hast du bei deinem Team gedacht? Wo es hieß, du hast Team YouTube? Ja, ich war, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, auch noch Aaron Droschke bei mir geplant. Ja. Und als ich dann, ich kannte tatsächlich Dave schon. Ja. Und der bei den anderen, also ich war dann erstmal so richtig geplättet, also von den Followerzahlen dann auch, weil man sich dachte, hoi, 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 das ist aber ganz schön hochkarätige Besetzung bei mir. Und ich war ein bisschen gespannt halt auch, wie die dann wirklich anhand dessen, was sie ja jetzt tun. Das war das, was wir gerade schon gesagt haben mit diesen körperlichen Voraussetzungen. Ich wusste, dass Dave schon mal bei Seven vs. Wild war. Ja. Aber klar, hätte man vielleicht auch gedacht, mal gucken, wie es läuft, wenn man vielleicht jetzt eher zum Beispiel Team MMA sportlich weiter vorne gesehen hätte. Ja. Das war für mich halt auch das Spannende dann, die dann da auf jeden Fall immer anzutreiben. Ja, ich finde zum Beispiel Team YouTube, also wenn du so Dave nimmst, Dave verkauft sich mal völlig unter Wert körperlich. Ja, der war früher Amateur oder Leichtathletik. Mhm. Also der ist einfach fit. Ja. So. Der war bockenstark. Ja. Und der hat auch Bock, an seine Grenzen zu gehen. Also der ist da sich da nicht zu schade, da sich vollkommen aufzureiben. Ja. So, von Haaren brauchen wir nicht reden. Also wer in NFL-Football spielt, da weißt du, was das bedeutet, richtig hart zu trainieren. Man muss sich das mal überlegen, wenn du halt schon richtig gut im Basketball bist und dann nochmal komplett die Sportart wechselst und da nochmal absolut die Profikarriere startest. Ja. Was für ein Athlet musst du eigentlich sein, um so hoch in beiden Sportarten oder jetzt dann primär im Football zu performen? Also das ist wirklich ein anderes Level. Oder völlig. Ich sehe gerade im Chat, da wurde auch immer auch gefragt, mich würde interessieren, wer macht deinen Videoschnitt und das professionelle Logo und Design. Bei mir mittlerweile ein fixes, festes Team um mich rum aufgebaut. Natürlich haben wir immer ein paar Leute, die mitgefilmt haben, die jetzt viel Insta unterwegs sind. Aber ansonsten haben wir vor allem die einfach fest bei mir im Team sind, tatsächlich mit unterstützen. Das ist eine Challenge, aber ich habe auch Respekt vor, dass wenn wir jetzt nur draußen sind, nicht schlafen und nicht essen, 48 Stunden kriegt man rum. So die Frage, wie hart wird die Challenge? Ja. Das wissen wir ja nicht. Ja, wie gesagt, je härter es wird, desto lustiger wird es auch. Gut sieht das schon bei euch aus. Komm, Geschwindigkeit ist keine Hexerei, auf geht's, komm! Das war dir auch kein Geschenk. Du hast eine ganze Ausrüstung von der Einkleidung. Alles lag da und alles muss verpackt werden, plus EPA für die Leute. Mhm. Also das ist auch schon, wenn man es noch nie gemacht hat, wirklich Rucksack packen, dann ist es auch nicht einfach, oder? Ja. Ja. Und da sind auch schon die ersten Sprüche, die man dann vielleicht auch kennt. Eine Geschwindigkeit ist keine Hexerei, funktioniert immer gut. Ich hab's eben. Ich war eben beim Live gestern dabei, wir haben eine Premiere gemacht tatsächlich, also vorher so ein Chat und während das Video läuft.
Und ich habe immer gesagt, aus Spaß, wir brauchen eigentlich einen von euch Zuschauer oder mehrere, die einfach mal über die Serien hinweg die typischen Bundeswehrsprüche sammelt und irgendwie so einen Counter bei YouTube als Kommentar macht. Irgendwie Bundeswehrsprüche Counter und dann irgendwie runterzählt, welche schon gefallen sind. Geil. Ich finde es immer gut. Also ich meine, ich glaube, es gibt immer weniger solche Sprüche, aber manche Dinge sind halt einfach, tragen sich seit gefühlt, keine Ahnung, 50 Jahren durch. Ja, wenn man dann den einen oder anderen richtigen Chef hat, der da wirklich pausenlos die Phrasen drischt, teilweise schon gehabt, dann haben wir wirklich im Buch mitgeschrieben und haben immer wieder neue aufgeschrieben, weil wir dachten, ey, das sind so geile Sprüche, die musst du dir eigentlich merken. Ja. Natürlich merkst du dir die nicht alle. Nee, natürlich nicht. Geil. Ja, Klassiker einfach. Komm. Also, kennt das natürlich? Ja, gut. Ich grüß dich an. Max Koga kriegt das auf jeden Fall gepackt, prügelt das alles da rein. Patrick kennt das Ganze. Da schon wieder gut gearbeitet mit dem Stark und dem Stark. Das habt ihr schon gehört, ich hab schon wieder. Ja, sogar. Okay. Aufgesetzt. Stark. Die Ringglocke, ja, klingeling. Geil. Marina ist mir noch ein paar Mal über den Weg gelaufen, wo ich in Frankfurt war tatsächlich. Ja, da dachte ich so, ich versuche auch, dass die alle wieder geheil wiederkommen. Und ich, was ich gar nicht wusste, ich meine, ich wusste, dass Katharina kurz vorgekämpft hat, ja, vor der Challenge. Sie, ja. Und die hat ja noch echt, glaube ich, Verletzungen am Handgelenk oder an der Hand gehabt, glaube ich. Das eine Mal war Max, aber das war was anderes. Ja. Ich meine, die hatte auch noch ein bisschen was gehabt an sich. Ja, die hat ihm das gezeigt, wo ich gedacht habe, okay. Ja. Und Max und Patrick tatsächlich. Letzte Woche noch gekämpft. Die haben letzte Woche noch gekämpft. Und dachte ich so, okay, ist ja auch immer ein Verletzungsrisiko dabei und dann die Jungs ans Rennen zu schicken oder Mädels. Richtig. Deswegen Nils, nochmal vielen lieben Dank. Du hast ihn auch kennengelernt, glaube ich. Ne? Kurz, genau. Ich war einmal beim Probetraining da. Ja. Natürlich rein privat, aber trotzdem mega, mega cool. Ja. Ich war letzte Woche auch beim Kampf dabei. Ja. Auch ein krasser Einblick einfach. Kann man sich so kaum vorstellen. Ja. Die Stimmung halt war halt in die Fight Night in Frankfurt selber. Das heißt, ein großes Heimspiel. Ja. Wirklich geisteskranke Stimmung, war wirklich, wirklich, wirklich geil. Und beide haben da gewonnen. Ja. Wie war das für dich, so die du halt bei der Challenge vorher so mit, oder ihr betreut habt, so, du jetzt nicht ganz so eng, weil dann mit denen ein anderes Team war, aber die dann, keine Ahnung, so live zu sehen? Tatsächlich echt cool. Ich habe jetzt ein bisschen die Möglichkeit bekommen, nach der Challenge habe ich auf Instagram auch mal drunter geschrieben, so ein bisschen in die Welt bei denen mit reinzugucken. Ja. Das heißt, bei denen ein, zwei, drei, mal, vier Mal mitzutrainieren und so. Das heißt, ich kannte die jetzt schon ein bisschen besser nach der Challenge. Und war natürlich dann nochmal umso geiler, dann eben diesen Kampf live zu sehen. Ich habe natürlich auch mitgefiebert und habe gehofft, das muss einfach ein Sieg werden, jetzt Heimspiel, das muss einfach klappen. Hat dann bei beiden funktioniert, absolut spektakulär. Und da hat sich auch einfach nur nochmal das bestätigt, was man eh als Bild schon hatte. Die lassen einfach gar nichts anbrennen, die ziehen bis zum Ende durch. Super, ne? Krass. Ist ein, finde ich, toller Sport, der natürlich immer noch so ein bisschen Vorbehalte hat bei vielen Leuten. Also da schaut es einfach nur mal live an. Ich werde bei den nächsten Kämpfen auch dabei sein. Jetzt Frankfurt hat leider nicht hingehauen, weil ich unterwegs war tatsächlich. Mhm. Aber werde mir die nächsten, was auch wieder Frankfurt oder was kommt noch? Doch, Frankfurt wird ja sehr, sehr groß, dieser Kampf im ganzen Stadion tatsächlich. Patrick, ich glaube, keine Ahnung, wie lange der Kampf ging bei ihm. Ersten Runde, ein paar Sekunden hat er den ausgenockt, den Gegner. Und wie? Also der hat den ja wirklich, entschuldigt den Ausdruck, aber der hat den ja wirklich halb aus dem Leben geschlagen. Mhm. Also wirklich brachial. Was man aber an der Stelle auch einfach nicht vergessen darf, ist, im Ring und außerhalb vom Ring sind das einfach völlig verschiedene Menschen. Das sind die herzensbesten Menschen, die man sich vorstellen kann. An der Stelle nochmal vielen Dank. Ja, ihr schreibt auch, ob der T800 sich gedrückt hat. Also der war danach doch dabei. Der war noch tatsächlich dabei. Also Stefan Pütz, der ja schon beim Arctic Warrior mit dabei gewesen ist. Und Stefan für mich einer der allerliebsten Menschen. Und ich schätze ihn extremst, muss man sagen. Der auch im Spirit da trainiert. Der war aber leider zu verhindert. Deswegen sind die anderen eingesprungen. Auch mal schön, weil es geht ja auch darum, dass andere Teilnehmer bei Projekten mal gezeigt werden. Und ich habe ein, zwei Kommentare gelesen, ja, sind immer dieselben Leute, denke ich so, zum Beispiel von dem Team, war noch keiner bei meinem Events dabei. Nee. Von allen anderen vorher, Team Streamer, sagen, war noch nie. Ja, gut, du kannst es nicht allen das hast du nie. Recht machen, ne? Ja. Mein Name ist Max Koga, ich bin 34 Jahre alt, ich bin professioneller MMA-Kämpfer und abseits davon auch noch Clubbesitzer in Frankfurt. Mein Team
MMA Spirit besteht aus Katharina Dalista und Patrick Vespaziani, zwei sehr enge Freunde von mir, Teamkameraden, und ich könnte mir für dieses Format, für dieses Projekt keine besseren Leute vorstellen. Ja, ich bin Katharina Dalista, ich trainiere im MMA Spirit, ich bin professionelle MMA-Kämpferin und aktuell Strawweight Champion bei Octagon MMA. So, Katharina habe ich ja auch kennengelernt beim, warte mal kurz, bis ich hoffe, das war jetzt richtig. So, aktuelle Champion. Katharina hat eine, das war auf der Challenge, ich weiß gar nicht, kann man das schon spoilern? Es gab mal ungefähr so eine große Spinne, die da irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war. Und sie hat sich voll, ich sag, Katharina, nee, boah, Spinnen, da erschrecke ich mich voll und ganz. Also, guck mal, du gehst da in das Octagon rein, die Tür geht zu und da gibt's einfach nur Vollgas. Ja. Und dann hast du Angst vor solchen kleinen, also ich hab mich, fand das so, ja, ist einfach, also einfach ein schöner Moment irgendwie, wo ich lustig, gedacht habe, siehst du, wie lustig das einfach ist, ne, die verschiedene. Katharina, eine ganz ruhige, eine Fighterin, wir werden es auch bei Challenges ja noch sehen, nicht in Folge 1, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das kommt, 2, 3, wo ich echt gedacht habe, Hut ab, ja. Richtig Respekt, ne. Ja. Für dich doch als Frau, glaube ich, auch ganz, also blöd, wenn es auf eingeht, aber ne, es ist ja trotzdem immer noch so, gerade EK-Ausbilderin und Bundeswehr zu Großteilen, natürlich immer noch so ein bisschen Männerdomäne und ja. So, erst sehen Leute dich, was will die denn dann? Bist du merken, oh Mist, die hat's aber drauf. War das cool für dich auch mal halt? Ich meine, wir haben ja leider, ich sag mal, nur 2 Frauen mit dabei. Ist aber auch schwer, formate Frauen zu bekommen. Das ist richtig. Kann ich mir vorstellen, ja. Oder? Aber ich glaube, mit Katharina, also das sie ist schon mal Hammer, oder? Ist halt, also genau das, du hast eigentlich richtig schon auf den Punkt gebracht. Das ist halt, man ist halt oft allein auf weiter Flur und vor allem, wenn man in so einer männerdominierten Branche, jetzt sei es in dem Sport, sei es bei mir im Dienst ist, dann solche Frauen zu treffen, die halt genauso PS auf den Boden bringen, ja, und halt hinter dem stehen, was sie tun, das ist halt einfach geil. Oder? Also das ist vor allem, weil man optisch sie ja auch jetzt so in Zivilklamotten total auch zart wirkt und auch fast, ja, eher ein bisschen zerbrechlich, aber dann so eine Maschine ist, ja, und da den Ring so zerlegt, also das ist... Boah. Ist beeindruckend. Ja. Ist also da kann man echt sagen, Hut ab, oder? Ey, das ist Europas größter MMA-Kampfveranstalter. Hallo, ich bin der Patrick Vespaziani. Ich bin professioneller MMA-Kämpfer aus dem berühmten MMA Spirit. Ich denke, da ich auch selber beim Militär war, wird es da nichts geben, was ich nicht schon gesehen habe oder auch selbst schon erlebt habe. Und ja, kann mir schon denken, was so auf uns zukommt. Und ich denke, dass wir das gut meistern werden. Also Patrick bringt wirklich viel Erfahrung mit und ich bin mir sehr sicher, dass uns das extremst helfen wird, auch zu gewinnen. Mit Katharina an der Seite haben wir natürlich auch ein Mädel, die sehr smart ist, und mit dieser Kombination bin ich mir sicher, werden wir die Challenges auf jeden Fall gut meistern können. Also ich habe eigentlich keine großen Erwartungen jetzt an die Tage. Ich bin mir sicher, dass es anstrengend wird, aber genauso, dass es auch sehr spaßig wird. Und ich freue mich einfach auf die Zeit, einfach mal wieder was Neues zu erleben und mich einfach neuen Herausforderungen zu stellen, zusammen im Team mit Max und Patrick. Ich bin natürlich ein Mensch und es gibt ein paar Sachen, auf die ich keine Lust habe. Ich hasse Kälte. Höhe ist auch nicht mein Ding, mein Element, aber so was kommt. Da muss man halt durch. Ja. Los, ey, größere Rucksäcke haben wir nicht, mit denen müsst ihr schon auskommen. Ja, ganz schön wild, ehrlich gesagt. Also wir haben noch Luft nach oben, so viel kann man schon mal sagen. Das Ding hat sich wieder eins. Zack, wie eine zweite Haut. Meine Schuhe. Ja, erstmal meine Motorik beisammen kriegen, ey. So einen aufwendigen Schuh habe ich noch nie geschnürt. Ja, komm, alles rein da jetzt, wir haben nicht ewig Zeit. Komm, da ist Platz im Rucksack, alles reinfeuern. Schön gepackt wird später. Alles irgendwie rein, nichts verlieren, das ist wichtig. Sonst gibt es Ärger hinten raus. Schreien kann ich nicht mehr. Boah, so ein richtig schöne Schimmung! Das geht ja wirklich nur in verhaltener Form. Ich muss ja so sagen, diese Optik vom Jan. Alter. Mit der Mähne hinten raus, mit diesem Helm. Und, also das ist schon ein Highlight, war das für mich, oder? Absolut. Boah, ich siehst du sonst ja nicht. Nein. Nee, also, sowas ist mittlerweile in freier Wildbahn relativ selten geworden. Und ja. Ich war auch erstmal so, ui. Ja. Das wird spannend, wer ist er denn? Aber wenn es zu jemandem gut passt, dann zu Jan. Ja, aber also sowas von. Absolut ich geil. Ich liebe auch den Dialekt aus dem Port. Ja. Alles, ja. Ich meine, da hat er sich natürlich auch Mühe gegeben, den Helm jetzt möglichst stramm zuzuziehen. Sehr, sehr ambitioniert von Anfang an gewesen, ja, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ist so eine Matte beim Bund erlaubt? Ja, wenn du dir im Dienst ganz normalen Zopf bindest und die Haare deinen ganz normalen Dienstalltag nicht stören, dann ist so eine Matte erlaubt. Haar- und Bartalast der Bundeswehr. Richtig. 37-10. War die alte, mittlerweile Mist, hast du Mist, ich wollte glänzen.
Dann, welches ist es jetzt? Ach du, lock mich jetzt nicht aus der Reserve. Haar- und Barterlass habe ich nicht so das Problem mit. Das heißt, da muss ich jetzt normalerweise auch nicht jeden Tag reingucken. Müsste ich jetzt raussuchen, aber. Ja. Nein, auf jeden Fall spannend. Ansonsten, wir haben übrigens auch von der Bundeswehr welche mit im Chat tatsächlich. Also, wenn ihr alles BW-Fragen habt, die wir nicht beantworten können, könnt ihr die einfach gerne da reinfeuern, auf jeden Fall. Ja. Wie zufrieden bist du mit der Resonanz bis jetzt? Sehr zufrieden, muss ich sagen. Also, weil es natürlich für viele trotzdem immer noch ein bisschen befremdlich ist, ne? Thema Bundeswehr und dann Leute dazu haben, die damit eigentlich nichts am Hut haben. Ich fand es einfach toll, dass das erstens möglich gemacht wurde und ja, man einfach normale Leute in Anführungsstrichen, MMA-Fighter oder ich glaube, alle waren eigentlich nicht, ja, eigentlich sind alle normal, sagen wir es so, ja. Um zu schauen, wie schlagen die sich. Können wir irgendwie so mal so einen Rambock spielen oder so mit den Helmen? Oh, okay, ja? Komm, mach einen Hinterkopf, mal gegen Hinterkopf. 3, 2, 1. Oh! Send it! Da habe ich auch gedacht, oh, den Jungs dürfen wir auf keinen Alter. Fall irgendwas in die Hand geben. Nee, ja. Die darfst du nicht alleine lassen, das ist ja wirklich geil. Ja. Denn ich glaube, jeder hat einen YouTube-Kanal von allen Leuten, die wir mit dabei hatten. Und verrückt, ich sag mal positiv bekloppt. Auf jeden Fall. Ansonsten Free-Running-Schlappen ist, glaube ich, so deren Überbegriff an sich, ne? Wenn man da auch mal vorbeischauen möchte. Ja. Und auch hier wieder sehr, sehr geil zu sehen. Die beiden anderen Jungs mit der Mütze und natürlich in der Mitte ohne Mütze, damit die Haarpracht damit die auch Haarpracht zu sehen ist, geil. Auf jeden Fall. Ja. Stark. Ja, moin, ich bin der Jan Lange oder auch Jan Schlappen, 26 Jahre alt, komme aus dem Ruhrpott, aus der geilsten Stadt von der Welt, Essen. Man kennt mich von unserem YouTube-Kanal Freerunning Schlappen, vielleicht auch von Seven vs. Wild oder was auch immer. Bin mit meinen Männern da, mit Etze und Dwayne, also zusammen bilden wir Team Schlappen und müsste scheppern hier. Es gibt definitiv kein besseres Team als mit den beiden. Wir sind, denke ich mal, sportlich relativ fit. Und sind relativ fit. Also ich glaube, da haben sie wirklich hart untertrieben auf jeden Fall. Zumindest mal bei der Challenge, die an dem Tag anstand. Richtig. Ich sag mal so, die machen ja gefühlt jeden Tag nichts anderes. Also, Als irgendwo runter zu springen und verrückte Sachen zu machen, genau. Da gibt es auch noch einen vierten im Bunde, Jasbeck, der leider verletzt war. Aber so hat man trotzdem, als drei Teams waren, konnte man quasi das komplette gesunde Team Schlappen an den Start bringen. Ich glaube, Jasbeck hätte sich auch gefreut, mitzumachen. Vielleicht auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ja, wäre doch geil. Körperlich eigentlich ganz gut vorbereitet darauf und auch vom Geistigen her, also wir haben schon so viele Sachen erlebt, ich denke mal, kriegen wir auch hin. Also eine meiner persönlichen Stärken ist, ich kann gut Schmerz wegstecken, ich kann auch sehr lange aushalten, wo ich allerdings eine recht große Schwäche habe, ist Kälte, also ich komme sehr schlecht mit Kälte, klar, ich kann das gut wegstecken eine Zeit lang, aber irgendwann macht die Kälte Probleme bei mir. Ja, ich hab auf jeden Fall Ängste. Mir fehlt jetzt gerade keine Das ist so. Das habe ich tatsächlich vorher gelesen, ich habe gelacht. Typische Angst ein, die hier auf mich zukommen könnte. Also so, dass sie mich wirklich so richtig beängstigt und ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Eine Angst habe ich vor Tieren. Wenn irgendwie wilde Tiere oder sonst was auf mich zukommen, so ein kläffender Hund oder vielleicht auch so eine ganze Bande davon, dann habe ich schon Angst, ja doch. Kläffende Hunde haben wir nicht, aber ich habe im Zuge der Vorbereitung, bin ich öfter über den Übungsplatz gefahren, gelaufen, wie auch immer, da sind verdammt viele Wildschweine. Und ich habe mir gedacht, wenn er Angst hat vor einem Hund, ja, und da kommt so ein Wildschwein auf dich zu, ja, Heiland. Stark. Ja, also wir hatten irgendwann, wann war denn das, ich weiß auch, auf einer Übung mal auch, mit einer Grundausbildung dann untergezogen oder sollten ein Waldstück unterziehen und vor uns sind erstmal so irgendwie 20, 30 Wildschweine raus und die Jungs dann so, ja, aber dann schlafen wir doch jetzt nicht hier. Die wenigsten haben mit Wildschweinen was zu tun, weil sie aber wissen einfach, die sind einfach neben Reißaus und gerade wenn so viele Leute plus Feuer machen, da kommt keiner. Ja. Die haben ja eigentlich auch Schiss an sich, ne? Völlig, aber das ist natürlich erstmal so ein Eindruck, wo du denkst, ups. Jo. Ne? Jo. Also, Das wäre so ein Ding, da hätte ich Schiss. Ich glaube nicht, nee, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich aufgeben werde, außer wenn es wirklich körperlich von, ich sag mal, so eine Wanderung mit sehr krassem Gepäck. Eine Wanderung. Über 50 Kilometer oder so. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich da vielleicht aufgeben werde. Aber sonst denke ich mal, dass die meisten Sachen, dass ich die echt hinbekommen sollte. Wir haben eigentlich eine sehr gute Grunderfahrung so mit jeglichen Situationen, also mit wirklich extremen Situationen, aber auch eine gute körperliche Voraussetzung. Ich denke mal,
wir können uns das Ding nach Hause holen. Auf meiner Uhr ist es 7.45 Uhr. Um 7.55 Uhr will ich spätestens alle mit Rucksack aufgesetzt hier angetreten haben. Gib Gas! Was ist mit dem scheiß Geschenk, Bro? Ganz kurz, darf ich einmal drücken? Ja, klar. Ganz kurz, bei uns auf dem Einzelkämpferlehrgang hast du in der Regel 7 Minuten Zeit, den Rucksack zu packen dann. Und da ist wesentlich mehr dabei als das alles. Der wird auch wesentlich mehr ausgebreitet. Also das, was wir hier fahren mit 10 Minuten, ist absolut human. Ist human, okay. Und es ist weniger einzupacken. Aber absolut. Man darf nicht vergessen, die Kameraden, Kameradinnen, die zum Lehrgang kommen, die haben ja schon mal einen Rucksack gepackt. Richtig. Ne, das ist ja immer die Frage, wo man herkommt. Ne? Genau. Und für die Teilnehmer, die das alles noch nie gesehen haben, also wir sehen ja Epa gerade, Typ 5, keine Ahnung, die Leute denken, was mache ich denn nicht, was kaputt geht, was auch jeder weiß, der Soldat das weiß, okay, da kannst du einfach reinstopfen. Alleine auch der Rucksack, ja, klar, hatten viele schon mal einen Rucksack auf und haben bei Seven vs. Wild einen großen Rucksack schon mal kennengelernt, aber es gibt ja zig Möglichkeiten und wenn du dir noch Mühe geben willst, das alles ordentlich zu packen und es nicht gewohnt bist, dann kann dich das auch schon mal ein Bedrängnis geben. Ja, und das soll halt doch auch zweckmäßig sein, du weißt dann nie, was kommt, wie lange du marschieren musst. Und da sollte der halt schon richtig sitzen und auch nicht irgendwo schubbeln oder drücken. Also aber am Anfang wollten wir natürlich erstmal Druck reinbringen. Das ist ja gut so. Und danach gab es ja so einen Gurtrast ja auch, ne, wo die Ausbilder, wo ihr hingegangen seid und habt dann gesagt, hey, pass auf, wir zeigen nochmal genau, wie es geht. Wie trägt man das richtig. Ne? Die Isomatte, die kommt raus, die machen wir draußen dran. Das sieht man auch schön, wie ihr gut unterstützt habt. Ja. Gabi als begeisterte Kraftsportlerin denkt sich doch, alles klar. Yes. Also das Ninja Couple oder Team Ninja Fit, wir gesagt haben, Keno, Benny und Aline, die sind halt einfach super fit und sie ist halt einfach, ich habe sie damals kennengelernt auf einem Event, so nett auch als Pärchen und mit, also körperlich brauchen wir gar nicht von zu reden. Nee, Ninja Warrior ist einfach Wahnsinn und ich glaube, das ist auch so schön zu sehen, dass wir verschiedene Sportarten sozusagen auch ins Rennen geschickt hatten. Ja. Also wir haben MMA-Fighter mit dabei, wir haben Parkourläufer mit dabei, wir haben Ninjas mit dabei, wir haben NFL-Spieler mit dabei oder nehmen wir einen NFL-Spieler und da auch zu gucken, sag mal, wie performen eigentlich solche Sportler bei sowas? Ja. Das ist ja auch so, dass du normalerweise als, als Zivilist denkst, okay, ich bin gut im Fußball, ich glaube, ich kann weit laufen, schnell laufen. Ich spiele Handball, ich glaube, ich könnte mich gut durchsetzen, als Beispiel. Ja. Und ich glaube, jeder kann sich da irgendwo in irgendeiner Art und Weise wiederfinden und merkt dann halt, okay, ich glaube, die Ninja, die rasieren alles ab, weil guck dir die mal an, die sind fit, die machen jeden Tag nichts anderes als irgendwelche wilden Parcours. Ja. Also geil. Oder? Ich habe ein überragendes Team, nämlich Team Ninja Fit. Wir sind meiner Meinung nach richtig, richtig gut aufgestellt. Wir haben einmal den Benny, den kenne ich durch Ninja Warrior, mit dem bin ich zusammen, auch verlobt inzwischen. Und den Keno, mit dem wir zusammenarbeiten. Also ich glaube, Teamchemie ist auf jeden Fall top und sportlich sind wir auch gut aufgestellt. Ja, der erste Eindruck hier bei unserer Ankunft, man hört schon im Hintergrund irgendwie das Schießen, die ganzen Übungen, es ist einfach ein Riesengelände. Es kommen irgendwelche Panzer entgegen und man fragt sich nur, welchen darf ich jetzt fahren? Sehr geil. Also Ken, habe ich da das hier auch kennengelernt, weil ich mit Benny und Aline vorher gesprochen hatte. Ich sage, wen, ne? Vielleicht habt ihr noch jemanden, den ihr mit ins Team nehmen wollt. Vielleicht noch, ursprünglich war geplant, gibt es noch irgendwie eine zweite Ninja-Frau, damit wir mal ein Team haben mit zwei Frauen das drin. Das wäre halt auch. Wäre sehr cool gewesen. Die machen aber sehr viel mit dem Keno tatsächlich. Ein super sympathischer, offenherziger Mensch, kann man gar nicht anders sagen. Und absolut. Ich glaube, so eine Aussage mit, wenn, wie gesagt, das beschreibst du sehr gut, das Neuland. Du kommst zu einer, Hammelburg ist natürlich auch extrem, da ist viel Bewegung im Gelände. Durchgehend. Und du siehst halt so viele Fahrzeuge, du siehst so viel da, Leute durch die Gegend marschieren, machen und tun, dass man sagen kann, welchen darf ich denn ungefähr? Finde ich ehrlich gesagt eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Also schon sehr cool. Und man muss dazu sagen, nochmal für euch, also wir haben jetzt hier nicht irgendwie den Übungsbetrieb eingestellt oder irgendwo darauf geachtet, dass da möglichst wenig passiert. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen sie, wie es kommt. Und wenn da halt ein Panzer durchs Bild fährt, weil wir halt auch die Fahrschule bei uns haben, dann fährt der halt durchs Bild. Ne? Also es war schon so real, wie es real ist. Das denke ich auch. Ich habe ein paar Kommentare gesehen, gesagt hat, oh, wenn dafür extra der Dienstbetrieb oder irgendwas Lehrgangsbetrieb unterbrochen werden muss, musste ja gar nicht. Überhaupt nicht. Weil lehrgangsfreie Zeit war bei richtig, euch. Deswegen richtig. Wurde auch genau, stand eigentlich vorher von fest, okay, wann passt es euch in Hammelburg überhaupt
diese zwei Tage zu machen. Richtig, das haben wir ja schon Monate vorher extra mit einbezogen in den Zeitraum, ne? Dass eben genau da keine Diskrepanzen. Oder? Also, das ist richtig, und der Rest hat ganz normal üben können. Also wir haben jetzt niemanden behindert oder uns hat auch. Nein, oder ein Lehrgang wurde irgendwie unterbrochen, deswegen. Also wir waren einfach einer von vielen Gruppen, die da über den ganzen Übungsplatz geturnt sind. Ja. Und ihr wart halt, und habt auch, muss man sagen, sehr viel freiwillig halt gemacht und gesagt, okay, ja, Urlaub nehmen oder da mitmachen. Und wie gesagt, dann machen wir damit. Oh. Gucken mal, wer da kommt. Richtig. Also ich hatte vorher gar keine Vorstellung. Bis jetzt bin ich echt überwältigt zu sehen, wie komplex das ist, was alles gibt. Also ich bin auch mega neugierig jetzt und gespannt, wie es hier in den nächsten Tagen abgeht. Dadurch, dass wir nicht so viel inhaltlich gesagt bekommen haben, wissen wir gar nicht, was uns erwartet. Was das ganze Format aber auch an der Stelle super, super spannend macht. Weil nicht zu wissen, was kommt, macht auch den besonderen Reiz daran aus. Meine Schwächen? Ist eine schwere Frage für mich. Was meine Schwächen sind. Stand jetzt ist eigentlich nur Höhe meine absolute einzige Angst, aber vielleicht werdet ihr da noch was anderes herausfinden dran. Ja, was ich noch nicht wusste. Zuerst umziehen. Am besten euch hier irgendwo auf die Fahne laufen. Ja, los. Muss ich das sagen? Ja, wieder ein bisschen parteiisch. Ja, ich merke das schon. So wird gepackt. Ah, mit Liebe, zum Detail. Gabi, wie funktioniert der Rucksack? Ja, komm mal einfach zu, ich will komplett... So, Gabi hier in Action. Ja, da ja, muss man mal selber zur Hand gehen, ja? Da hat jetzt jemand gerade gefragt, wie viel der Rucksack gewogen hat. Passend dazu hatte ich natürlich in weiser Vorbereitung eine kleine Taschenwaage dabei. 20 Kilo. Also die Rucksäcke haben um und bei 20,5 Kilo gewogen. Das ist schon gar nicht mal so wenig. Ne? Also wenn du halt nicht gewohnt bist, viel zu tragen, weit zu tragen, großen Rucksack zu tragen, da sind 20 Kilo erstmal eine Ansage. Ja. Weil ich glaube, ich auch da hatten wir, glaube ich, noch gar kein Wasser drin, oder? Bei ja, 20 das Kilo, also kann es auch so noch sein, dass da noch was draufkommt. Ja. Wir sehen ja, die hatten jetzt da noch den, was ist das, diesen Vlies halt einfach an, der kommt ja auch noch mit rein. Ja, wiegt jetzt nur ein paar Gramm, aber klein Vieh macht auch Mist. Also wird sich, also mindestens 20 Kilo zum Start. Ja, kann man mal so festhalten. Also schon ganz ordentlich, wer es nicht gewohnt ist. Ja, definitiv. Ich will als erster fertig sein. Schauen wir mal. Schlappen und Ninja Warrior in der ersten Challenge natürlich zumindest von den Voraussetzungen deutlich überlegen. Aber vielleicht können wir es mit Teamgeist und ordentlich Anstrengung wieder wettmachen. Für mich, was Qualität angeht, auf YouTube einfach Wahnsinn, ja. Also, was er immer abliefert. Ne? Kannte ich auch natürlich schon weit, weit vor diesem Format. Ne? Also ja. Man guckt dann doch da sehr, sehr begeistert hinzu, einfach die Projekte wirklich sehr geil anzuschauen. Ja. Für jeden wirklich was dabei. Einfach geil. Finde ich super, ja. Dann natürlich Aaron, wie gesagt, Aaron und ich haben einige Jahre zusammen Football gespielt. Ich mag ihn einfach. Wir kamen immer mega gut miteinander klar. Top, Mann. Und, ja, nach Ausflug NFL jetzt wieder zurück in Deutschland bei Rheinfire bei uns. Ich bin David, im Internet eher unter Dave bekannt, mache Videos zu den unterschiedlichsten Themen und man könnte mich auch von Tag 1 Seven vs. Wild Staffel 1 kennen. Wir sind das Team YouTube, mein bester Freund und Bürokumpane Max ist dabei, auch sehr großer, der beste YouTuber von allen und Aaron Donkor, kein echter YouTuber, aber unterstützt das Team YouTube, bin mega happy, haben Aaron für die groben Sachen dabei, Max hoffentlich für die gute Verpflegung mit ein paar E-Pass, schauen wir mal, und mich für alles dazwischen. Da wollte ich irgendwie mit Max, kam der Gedanke auf, ob man nicht, das kann, geil. Du kannst E-Pass ja auch bei eBay kaufen, ja. Ob man nicht da, weil er wirklich kann er extrem gut kochen, ob ich nicht mit ihm mal so eine Aktion mache, wir machen draußen E-Pa und versuchen das mit seinem Skill aufzupeppen. Ich glaube, das wäre geil. Cool. Gerne mal sehen. Das wäre nämlich geil. Weil im EPA ist einiges drin. Man unterschätzt das. Ne? Also du machst das auf und denkst dir, wovon der Hand. Ich kann das, klingt mal so blöd, wenn man sagt, aber
Bei mir sind ja, wenn ich das letzte Mal EPA geöffnet habe, schon ein paar Jahre irgendwie her gewesen, weil auf den meisten Übungen mittlerweile gar nicht mehr so viel EPA da ja, ausgeben werden muss, weil eine Küche mit dabei ist. Ja. Ich habe mir gedacht, bitte, was ist denn da alles für ein super Zeug? Ja, Salz, Pfeffer, alles ohne Ende, Süßstoff, Zucker, alles, was du brauchst. Kannst den Kaffee machen, kannst den Tee machen. Solange du Wasser hast, kannst du den... Dann Schokolade gibt es ja auch. Das richtig, ist also irre. Nachtisch einfach zwei Hauptgerichte so. Ich glaube, da könnte Max schon was richtig Geiles zaubern. Das glaube ich auch, das würde ich gerne mal mit ihm machen. Ja. Kanal von Max heißt Max Pane oder Max Payne. Mit zwei X. Ich denke, dass Genuss und Essen jetzt nicht unbedingt im Fokus stehen werden. Irgendwas werden wir bestimmt essen und es gibt ja diese E-Pars, vielleicht dürfen wir davon eins zubereiten. Also ich glaube, das wird so mein kleiner Lichtblick am Horizont sein, während ich leide. Ich war eine Zeit lang in der NFL und bin jetzt spiele jetzt bei Rheinfire, Düsseldorf. Ich bin auf jeden Fall fit. Rushing so, head, ich glaube, Linebacker. Ich bin fit. Ich bin nicht tip-top-shape, aber da taper ich jetzt gerade hin. Von daher freue ich mich darauf, auf diese Challenge. Vielleicht kann es mir irgendwo meine Schwächen aufzeigen. Da freue ich mich immer drauf. Und ja, aber ich fühle mich fit, also es sollte passen. Körperlich ist wahrscheinlich meine größte Schwäche. Ich weiß ja noch nicht genau, was auf... Seine größte Schwäche. Also da finde ich immer, Dave stapelt so ganz tief. Ganz, ganz tief. Ja. Und auch geil fand ich gerade, ja, vielleicht wird mir das meine Schwächen aufzeigen, jetzt diese Challenge. Und ich denke mir, ja gut, wenn die NFL das noch nicht konnte. Ja, dann, richtig. Ja. Wir geben jetzt wieder. Ja. Auf uns zukommt. Aber ich bin definitiv extrem schlecht vorbereitet. Also keine Frage, ich bin wirklich, also es gibt null Vorbereitung und es gibt Minus Vorbereitung und Max und ich sind wirklich Minus vorbereitet. Die anderen sind teilweise sehr fit. Ich esse halt hauptberuflich und habe ein bisschen zu wenig Sport gemacht in der letzten Zeit. Das wird mir jetzt wahrscheinlich zum Verhängnis werden, aber ich werde probieren, es zu minimieren. Ich glaube, in den nächsten 48 Stunden wird's hart, lang, nass, kalt, hungrig. All die Dinge, mit denen ich im normalen Leben nicht in Berührung komme. Also ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Jetzt wird's ernst. Erste Aufgabe, Hindernisbahn. Niklas übernimmt, erklärt nochmal genau die Bahn, dass ihr seht, was euch zukommt. Und dann gucken wir mal, wer die beste Zeit hier an den Teer hämmert sozusagen. Genau so sieht's aus. Also, euer Auftrag ist es hier in Challenge 1. Teamweise schnellstmöglich die Bahn zu überwinden. Wie ihr seht, es gibt zwei Wege. Einer ist hin, einer ist zurück. Da übrigens für alle Interessierten, das ist die CISM-Bahn. C-I-S-M. Gebt das gerne mal bei YouTube ein und schaut mal an. Also die ist überall identisch, ne? Ist für einen militärischen Fünfkampf. Ja. Ja. Also einfach mal da hingehen und euch mal anschauen, was da. Das sind natürlich dann Sportler in Sportklamotten. Gibt es internationale Militärwettkämpfe darin, die beispielsweise eben diese Bahn beinhalten? Ja. Ich habe die Zeiten jetzt nicht ganz im Kopf, aber schaut da mal rein. Das sind wirklich brachiale Zeiten, die Männer und Frauen da wirklich abreißen. Und die Bahn hat es zu 100% in sich. Also wer mir da sagt, dass das Ding nicht anstrengend ist, der lügt auf jeden Fall. Ja. Solltet ihr mal die Möglichkeit haben, euch da mal zu verausgaben, dann werdet ihr mir danach auf jeden Fall beipflichten können, das Ding. Haut euch echt weg. Eigentlich müsste so ein Ding nur zivil hinstellen und dass alle Leute, die mal Bock haben, können mal Zeit nehmen. Ja. Das wäre geil, das wäre geil. Ja. Du brauchst halt nur einen 400 Meter hat sie, glaube ich, ziemlich genau, oder? Ja, die hat 500 Meter. Brauchst du so gesehen nur 250 Meter, weil du machst ja hin und zurück. Also. Passt quasi in jeden Garten. Ich denke, da gibt es keine Fragen. Der schnellste gewinnt. Also das erste Team bekommt 5 Punkte, das zweite 4 und so weiter und so fort. Also Hackengas, Vollgas, Ausführung, Attacke. Und erstmal. Die Jungs erstmal schön sich noch am Lachen, Niki. Wirklich, wirklich. Ihr könnt ja gerade mal parallel der eine oder andere. Sucht mal bitte die Bestzeit. Haben wir nicht nachgeschaut, was die Bestzeit Zisenbahn war? Das haben wir nachgeschaut, aber ich kann es jetzt nicht auswendig sagen. Wir haben darüber gesprochen. War das nicht irgendwas mit 2 Minuten? Ja. Ich meine auch, ich könnte jetzt hier parallel googeln. Hier hat gerade schon jemand was reingeschrieben. Ja, 2:10. Weltrekord, 2:10. Ja. Ja. 2 Minuten. Danke für mein Highlight. Aber ich darf nicht lachen. Wenn wir jetzt hier laufen, darf ich nicht über Max lachen. Das wird mein Ziel sein. Lass erst versuchen, so schnell wie geht, weil dann kann der Erste auch schon alleine probieren, hochzuklettern. Und? Sorry nochmal. Wie ihr gesehen habt, war ja gerade das Tarnnetz über dem ersten Hindernis. Ja. Das heißt, unsere Bahn ist nochmal leicht gekürzt. Ja. Das heißt, wir dürfen jetzt hier nicht die Zeit für bare Münze nehmen. Aufgrund von, kann ich ja so sagen, aufgrund von Verletzungsrisiko haben wir einfach das erste Hindernis rausgenommen. Wenn du jetzt mal zurückgehst, das Ding ist, weiß ich nicht, 5 Meter hoch. Ja. Du gehst da ohne Sicherung mit Macht 3 rüber, so schnell es geht und eben auf der anderen Seite wieder runter. Ja. Wenn sich da jetzt einer direkt in der ersten Challenge verletzt hätte, dann wäre das für das gesamte andere oder das gesamte restliche Format einfach kacke gewesen. Da wollten wir halt einfach hingehen und das minimieren, das Ganze. Ja. Ne? Ja. Also, und man muss auch sagen, wenn ihr euch das mal anschaut, im Weltrekord oder die Top-Zeiten, die sprinten quasi da hoch,
und springen komplett diese, keine Ahnung, 4,5 Meter gefühlt runter in den Sand. Zieht nicht gesund aus. Nee. Für die Schlappen wäre es wahrscheinlich. Ja, für die Schlappen wäre es nochmal zwei Salto rückwärts. Ja, lass erst versuchen, so schnell wie geht, weil dann kann der Erste auch schon alleine probieren, hochzuklettern. Auf die Plätze! Fertig! Los! Sauber, Jungs, auf geht's! Ja, die allererste Challenge, weil ich nicht glaube, dass es so anstrengend ist. Die haben ja schon gesagt, man robbt da durch den Sand, das kommt einem ewig vor. Danach hat man einen Puls von 200. Hat gestimmt. Und weiter. Und jetzt, oh Gott, Gleit vorbei. Ernsthaft, das Gleithindernis ist aber auch wirklich lang. Also egal welche Hindernisbahn, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Robben eigentlich so, wenn es so ein, zwei Meter sind, ist, geht es super flott durch. Aber da denkst du irgendwann, das hört nicht auf. Und du kannst durch den Helm auch nicht nach vorne gucken, wann es zu Ende ist. Du machst einfach weiter und hoffst einfach nur, dass du jetzt dann den anderen Boden siehst, dass du weißt, du kannst wieder aufstehen. Und du bist körperlich so am Anschlag. Also dein Puls ist ja gefühlt einfach auf Maximum. Du kannst nicht mehr. Du steigst da auf und du kannst eigentlich an sich nicht mehr. Ja. Und dann geht's ja jetzt los. Also es ist komplett verrückt. Irre, oder? 5 Meter komm! Danach war Ende. Also das Hochziehen, ich wollte ja auch Ronny helfen und sowas, da ging gar nichts. Also ich bin fast vorne übergekippt. Das hieß auch, zwischen den Hindernissen macht man die Zeit, da muss man sprinten. Also ich bin ja nicht einmal gesprintet, weil es gar nicht mehr ging nach wenigen Metern. Das war richtig, richtig krass. Wir müssen Max Räuber einfach. Ja, hilf dir schon mal. Wir haben Max Räuber. So, und hier muss man sagen, bei dem Hindernis, noch viele haben geschrieben, nochmal längere Erklärung, nur die Erklärung hätte allein 10, 15 Minuten gefressen. Bei dem Hindernis, aber wir nehmen auch, ich nehme gesagt, Kritik immer ernst, bis da selber, das heißt, auch für die vorkommenden Folgen bauen wir manche Dinge noch ein bisschen um. Da wird auch nicht mehr so viel Gerede und Interviewszenen dabei sein, nur wir müssen natürlich bei Folge 1 die Leute einfach mal abholen, also euch in dem Falle. Und bei dem Hindernis darf man nicht die Betonsäulen berühren. Oder halt logischerweise benutzen zum Aufstieg. Ne? Ja. Also das ist halt echt nicht leicht, weil du musst da ja irgendwie drüber. Normalerweise machst du das ja alleine, nicht im Team. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, da muss man schon eine gewisse Technik einfach anwenden, um da halt drüber zu kommen. Ja. Und das Ding ist nicht klein. Nee. Also ich habe es jetzt nicht im Kopf. Das dürfen 2 Meter sein. Max ist ein Tick größer als ich. Ja, mit dem Helm oder 2 Meter. Ja, 1,90 dürfte der sein, 1,92 plus Helm auf. Also ich glaube, die ist 2 Meter. 2 Meter wird die haben, ja. Ich hink Max nur zu zweit hoch. Okay, hast recht. Heilige Scheiße. Gut, das war Niki, aber. Okay. So? Ja. Sind so ähnlich. Ja. Der ist aber ungefähr identisch groß. Max ein bisschen größer. Sauber, Jungs! Sehr schön, Jungs! Okay, Ronny, ich helfe dir. Hoch, Ronny. Und Max, du musst mich hochziehen. Zieh mich hoch! Jetzt dann, Jungs! Meine Güte, bist du groß, so muss er! Jetzt müssen wir mich beide hochziehen. So, ich kann mal gerade auch probieren zu springen. Springen? Ja, du musst ja. Und? Digga, Jungs, das ist. Ja, komm. Und wir wissen ja alle, was man für Energie verbrennt, wenn man einmal falsch an ein Hindernis rangeht. Ja. Im Sport. Du machst irgendeine Sache, wenn man keine Ahnung hat, irgendwie mit einer Technik, die nicht gut ist, und du verbrennst sofort die Kohlen. Auf Bundeswehrsprache würde man sagen, man ist offen. Offen. Ihr müsst los, ihr müsst hin, stell dich hin. Nee. Musst du dann, wenn du deinen Oberkörper drauf hast, hast du's. Okay, eins, ihr müsst einmal ziehen. Eins, zwei, drei. Jetzt mit der Hände. Jawohl! Sauber! Sauber, Jungs! Ja, sauber, Ronny! Los, Ronny, weg! Runter! Weiter geht's! Ronny, runter! Los, runter und weiter geht's! Und die Kurve auf den Kopf! Auf geht's, Max! Und jeder von uns dachte sich vermutlich, ja, das ist schon machbar, das machen wir, kriegen wir hin. Boah, ich habe also hier genau, Shonity, seit 17 Monaten Abo, fettes Danke. Ich weiß, ich habe viele heute übersehen, tatsächlich. Entschuldigung, ich bin arbeite dran. Ja, die eine da ein bisschen da hochkommen, das ist schwierig, aber. Fun Fact? Jan und Trimax wollten sich eigentlich als Offizier bewerben bei der Bundeswehr. Ja, ich habe das im Livestream tatsächlich gesehen bei Max, als er das meinte, hat dann die Geschichte da auch noch hinterher erzählt, warum es jetzt nicht geklappt hat. Mhm. Ganz lustig dazu, ich hatte einen schlechteren Abischnitt als er, bin es ja auch geworden. Ja. Grüße an der Stelle. Aber fand ich auch mega lustig. Und Jan auch, ja? Ja. Das wusste ich nicht. Stellt euch mal Jan bitte. Doch, ich meine, es war wirklich Jan. Doch. Jan und Max, ja genau. Das wär wirklich lustig. Die Frisur wäre wahrscheinlich damals zum Einstellungszeitraum nicht gegangen, aber geil. Wäre wahrscheinlich zum Opfer gefallen. Machen wir. Und das war so schwierig. Also unten drunter, damit fangen wir an. Auf geht's. Jetzt ist das härteste, Leute. Das ist der Endgegner. 5,25.
Ja, und das muss man sagen, jetzt da hätten, wenn die Rekordhalter halt, die würden nicht zwei Runden in der Zeit schaffen, aber wären einfach schon zwei Teams rüber bei der ja. Zeit. Ne? Ja. Richtig krass. Einfach heftig, das ist ja. Krass, ja. Sauber, Ronny, du hast nicht hochgeholfen. Kletter dich an unseren Bein hoch. Nein. Wir haben alles versucht, Ronny kommt, wir haben ihn versucht hochzuziehen, hat nicht geklappt. Dann versucht er selber noch da irgendwie hochzuspringen, hat nicht geklappt. Wir müssen schon. Warte mal, ist bei der Sissenbahn, ist die nur so, dass wir haben jetzt ja drunter, drüber. Mhm. Normalerweise läufst du komplett hoch, normalerweise ne? Springst du von den Balken zu den Balken, ja, und knallst da wahrscheinlich, wie ich, schön mit dem Schienbein, nämlich gegen echt? Einen der Balken. Aber auch da wieder genau das Gleiche, nämlich aufgrund von ja. Verletzungen. Ihr dürft ja. nicht vergessen, dass jetzt ist schönes Wetter im April. Wir haben das im Februar gemacht. Ja. Da ist morgens ist auch noch sehr, sehr frisch. Tau, ja. vielleicht noch Feuchtigkeit. So ein Betonding wird auch mal glatt. Ja. Und auch da, wenn du da halt ungebremst mit dem Gesicht am besten noch in so einem Betonpfeiler einrastet, dann ist halt vorbei. Genau, wir wollten halt, wie gesagt, für die Teilnehmer, ich glaube, das tut dem ganzen Spektakel da kein Abbruch oder der Leistung oder Anstrengung, besser gesagt. Aber da haben wir gesagt, okay, bevor die jetzt versuchen, da hochzulaufen und diese 1,80 Meter, 50, keine Ahnung, was dazwischen sind, zu springen nach oben, wir lassen es einfach besser. Und noch dazu muss man ja sagen, okay, wir bei der Bundeswehr machen das ja auch, ja, aber ja. wir trainieren ja lange darauf hin oder ja. diejenigen, die dann halt in den Wettkämpfen gegeneinander antreten, die fangen ja auch nicht von heute auf morgen damit nee. An. Und die Teilnehmer hatten jetzt Vorbereitungszeit für das Ding eher weniger. Die haben halt diese Bahn, bis auf Patrick, noch nie in ihrem Leben gesehen. Ja. Richtig. So lachen, weil wir einfach so versagt haben. Hier rüber? Ja, kletter rauf. Bis zum nächsten Mal. Wie komme ich nach rüber jetzt? Ja. Genau. Dann geht genau. er auf man die zweite Sprosse und will rüberspringen auf die dritte Sprosse, springt so ab, hängt dran. Er rutscht dann aber so runter und knallt mit dem Rücken auf den Boden und Max und ich haben uns angeguckt und haben uns bepisst vor Lachen, weil wir nicht mehr konnten. Ich habe eh schon keine Luft bekommen, weil ich so im Arsch war und dann sehe ich Ronny, der da auf ein völlig falsches Hindernis geht, um irgendwie einen extra Weg zu finden und mault sich was da komplett. Genau, ja. Hier seht ihr einfach, was für eine Distanz dazwischen ist und stellt euch dann vor, im Anlauf das nach oben zu laufen. Ja. Das war wirklich Zeit. Das war eine der besten Filmen. Ja. Egal. Nick, ey, Ronny, probier mal hier. Was, du kannst die Wand hier mit benutzen, Ronny. Ey, das ist Assi. Unser Ausbilder, der musste mir bei dieser Hühnerleiter helfen, hochzukommen, weil wir es nicht hingekriegt haben, mich da oben auf diesen Balken zu bekommen. Ausbilder Steve. Oh. Zack. Einfach ist er Ronny, komm. Und. Aua. Sauber, Ronny. Stark. So, da habe ich zwei, einer hat mir geschrieben oder zwei mit, ja, die haben ja dann da, ich sag mal, beschissen in Anführungsstrichen, weil der Ausbilder geholfen hat, aber ich glaube, die Bestzeit war nicht mehr greifbar. Nennen wir es so. Lange nicht. Anderung ist das Ziel. Weiter geht's. Ja. Direkt runter. Runter, Ronny. Das ist auch wie. Also eigentlich haben wir es nur geschafft, indem wir geschummelt haben. Ja. Das ist halt so fies. Wenn man die ganze Zeit schon so am Pumpen ist, 100% am Limit und da ist dann noch ein Rolli, der einfach nicht hochkommt, wenn man dann auch noch lachen muss. Es ist eigentlich fies, untereinander zu lachen, aber wir sind Team Spaß. Das gehört auch dazu. Ronny, sag nochmal abschließend. Wir sind Team definitiv gute Laune. Und es ist gut, dass wir die Sport-Challenge als erstes haben, weil jetzt kommen die Kopf-Challenges. Jetzt kommen die Kopf. Und ich sag, es kommt noch eine Clash of Clans-Challenge. Wir sind hier mitten im Schnitt bei Bulletproof die Challenge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, unbedingt Kanal abonnieren, Like da lassen und auch gerne einen netten Kommentar. Wir machen weiter und euch ganz viel Spaß mit der ersten Folge. Wir haben ja ganz am Anfang die Zissenbahn, das ist ja, glaube ich, ein Parcours gemacht. Die fand ich vom Charakter auch mega geil, weil es ja schon auch teilweise ähnlich zu unserem Sport ist. Nicht so viel laufen, aber es war so ähnlich, fand ich auch geil, so als Einstieg, auch als Teamgefüge. Renn! Wenn du langsam gehst, kommst du hoch. Renn und dann schnappt das Seil. Zack! Jawohl! Sauber! Geh doch! Und zurück! Auf geht's! Komm weit! Ihr seid super in der Zeit! Komm! Komm mal alles raus! Und auch da, man sieht auch, dass Tim Ninja Fit wirklich am Pumpen ist. Ich wollte gerade das gleiche sagen. Hat nämlich zu mir auch gesagt, die alle haben gedacht, oh, das ist deine Disziplin. Aber sie sagt halt auch, wir laufen zwischen den ganzen Hindernissen normalerweise nicht so viel. Ja. Das ist alles Oberkörper, Griffkraft und so weiter. Das ist ja nicht viel mit Laufen. Ja. Da kommt auch wieder so ein typischer Bundeswehrspruch, ja, die Zeit wird zwischen den Hindernissen geholt. Ja, ich habe gesagt, ihr müsst dazwischen laufen und im Hindernis könnt ihr euch Zeit lassen. Genau, 500 Meter ist nicht zu unterschätzen. Ja, auch 500 Meter im Sprint, da bist du einfach offen danach und also, ja. Aber man sieht schon, jetzt auf die Zeit mal gesehen, die sind bei dem gleichen Hindernis schon vorbei und sind grob bei der Hälfte. Ich glaube, die anderen waren gerade bei 8 Minuten noch was bei der Hühnerleiter. Ne? Ja. Aber klar, die Bahn ist prinzipiell, also was heißt prinzipiell, die ist für alle gleich und jeder kann sich da gleichmäßig halt aufreiben. Ne? Also
Voll egal. Läuft. Man hört's ja. Keine Pause, komm, Kilo. Hoch mit euch, hoch mit euch. Komm schon. 4 Minuten 30, komm. 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 Und tief. Sehr gut. Go! Und los! Jawohl, Leute, sehr schön, sehr schön. Ganz oft erstmal hingelegt. Hol jetzt erstmal in Ruhe Luft, du auch sehr, sehr stark. Geiles Teamwork, Leute, Alter, an der Mauer richtig gut, habt ihr top gemacht, genau so wollen wir das hier sehen, optimal. Die erste Challenge, der Kreislauf ist direkt bei 200%. Ja, entweder Patrick. Ich glaube, das war Max, der sich da einfach nur durchwühlt. Das habe ich auch gedacht. Das kommt zum MMA-Fighter ziemlich gut, weil Grappling am Boden. So, und einfach wie so ein Wildschwein sich da durchwühlt. Einfach nur noch nach vorne, ne? Gar nicht mehr gucken, einfach Gas. Einfach egal. Ja. Einfach arbeiten, einfach das einzige arbeiten. Hindernis, was mich richtig nervt, sind diese Baumstämme, wo wir so drüber springen mussten. Einfach, weil das nicht hätte sein müssen. Aber da sind wir beide einfach weggerutscht. Da haben wir halt 2-3 Anläufe gebraucht. Das hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Aber ich glaube, bei allen anderen Hindernissen haben wir eigentlich sehr gut im Team agiert. Ja, eigentlich hätten wir die Bahn, hätte Fahrradkette. Abfüllen, die einzelnen Sachen erklären. Das dauert einfach 10 Minuten. Das dauert zu lange. Das ist zu viel an sich. Ne? Muss ja jedem Team das Einzelne erklären, weil man darf ja nicht vergessen, man muss das Team ja auch aufwärmen. Ja. So. Und wenn du dann die Teams erwärmst, das dauert ja auch seine Zeit, dann gehen die ersten schon wieder drüber, dann musst du es für alle wieder nochmal erklären, dann musst du es insgesamt nochmal erklären. Ja. Die Zeit an dem Tag ist begrenzt und für uns sowieso von der Planung jetzt aus so. Planungstechnisch gesehen schon nicht so leicht, weil du halt nicht weißt, okay, wie lange braucht denn ein Team? Du hast ja einen gewissen Zeitansatz, mit dem du rechnest, ja, weil der Tag hat ja auch noch ein paar andere Sachen. Ja. Ne? Und irgendwann wird es auch dunkel. Richtig, genau. Das heißt, du kannst dir nicht ewig Zeit lassen. Ne? Nee. Also schaut gerne dann, wenn ihr die komplette Bahn mal sehen wollt, gibt mal Sissenbahn, wie gesagt, ein bei YouTube und dann, schöne Hindernisse. Ja. Ja. Auf! Ja, es wäre ja zu erwarten, dass ich physisch nicht zu 100% mithalten kann. Ich bin eine Frau, ich bin klein, ich bin viel leichter als meine 2 Teamkameraden. Gerade wenn es um Kraft und Höhe geht, bin ich halt einfach im Nachteil. Deshalb war es klar, dass ich ein bisschen hinterherhänge, aber wir haben sehr gut als Team agiert. Patrick und Max haben mich die ganze Zeit unterstützt, haben mir bei jedem Hindernis geholfen, so gut sie es halt eben konnten, gerade wenn es halt um Hindernisse überwinden ging. Oh, und auf geht's. Man darf ja nicht vergessen, der Rucksack ist für alle gleich schwer. Mhm. Ja, ich weiß nicht genau, was sie wiegt, aber ich denke um die 50 Kilo. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber ich meine, der Kampf zuletzt war grob um die 50 Kilo. Wenn du jetzt einen 20 Kilo Rucksack, den hast du da jetzt noch nicht auf, ne? Aber das einfach nur mal als Vergleich, einen 20 Kilo Rucksack bei 50 Kilo eigenem Körpergewicht. So, das ist mehr als ein Drittel. Das ist ne? So, als würdest du und ich fast ein 40 Kilo Rucksack. Richtig, richtig. Und das ist einfach ein absolutes Brett. Und das ist ja in jeder Disziplin ist das ja so. Ja. Also ja. Sie leistet ja prinzipiell mehr als die anderen, weil sie viel mehr Input liefern muss, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ja. Ja, also einfach Respekt an der Stelle. Bei manchen Dingen, genau, kann man echt sagen, ist Respekt. Und ich glaube, bei manchen Sachen ist es gut, wenn man kleiner ist, wenn man besser irgendwo drunter durchpasst zum Beispiel. Richtig, aber dann auch. Auch das ist wieder nicht. Nachteile. Einmal vorsetzen, einmal vorsetzen. Gleiche Taktik. Einfach rein und nur dann. Gleiche Taktik. Halt, ich geh hoch. Oh, die waren richtig gut, wenn man es hört. Mhm. Also auch wie davor Ninja. Hammerzeit. Und jetzt müsst ihr auch alles geben, Leute! Jetzt! Die haben sich auch mega motiviert. Also generell alle Teams sind gut motiviert. Roman heizt doch richtig gut ein. Also der Ausbilder. Gas, Gas, Gas! Rüber! Patrick hier rechts sieht aus wie so ein Computerspiel. Ja, zack. Oder? Ja, ich finde, das sieht so super aus durch die Kamera von, ich weiß nicht, ob das Katharina ist oder Ausbilder, aber Patrick hier rechts wie so ein Spiel. Da mit ihr, Drehung. Komm! Hätte man über die Grube drüber springen dürfen. Nee, die Grube ist mit Absicht, dass man reingeht und wieder raus. Ja. Und ich glaube, da drüber zu springen,
Mit Stiefeln und Helm? Schaffst du nicht. Nee. Nein. Oder? Nein, das schaffst du nicht. Das kommt vielleicht da nicht so drüber. Aber das ist ja eben genau das Ding mit Stiefeln und Helm und langer Montur schaffst du schon mal erst recht nicht. Und zweitens hast du auch die Kraftreserven gar nicht mehr, um dann nochmal einen sauberen Sprung zu machen. Nee. Das schaffst du nicht. Nee. Gut. So muss sein, Alter. Geil. Sehr stark. Zunächst einmal hat Otto mich gefragt, hast du Lust, ein paar coole Sachen bei der Bundeswehr zu erleben? Nachtsichtgeräte und so. Ich dachte so, ja cool, ist bestimmt lustig. Max, mir tut ein bisschen leid. Also weil ich muss ja immer wieder gucken, dass ich die Leute reinbekomme für manche Sachen. Manche sind Feuer und Flamme, bei so MMA-Fightern brauchst du nichts sagen. Ja, habt ihr Lust? Ja klar, machen wir. Aber gerade so bei Max, okay, wie machst du das? Der Dave auch schon grinst. Genau. Ja, stimmt. Das Grinsen sagt, glaube ich, alles darüber aus. Wo ich echt habe, okay, pass auf, Max, wird super. Du kannst viele Sachen, die sonst nicht sehen kannst, kannst du, ja, klingt gut. Ja. Und dann habe ich schnell ein Gefühl bekommen, dass das in eine andere Richtung geht. Und als wir dann da vor diesem Parcours standen, dachte ich mir so, okay, ist das physisch für mich überhaupt möglich? Ich mache mich jetzt halt übelst zum Affen. Ne? Da sind halt lauter Leute, die professionell Sport machen, die eine höhere Grundsportlichkeit haben als ich. Dachte mir so, Digga, das tue ich mir jetzt keine 48 Stunden an. Vor allem auch mental eine krasse Hürde da am Anfang, weil man kommt so aus seinem Leben mit dem goldenen Löffel und dann plötzlich musst du da so einen Parcours hochschrubbeln. Das war richtig kranker Müll. Jawohl, sauber. Weiter! Jawohl, super, komm, Maschine, auf geht's! Los! Komm, Maxi, wir haben dich! Ey, ich bin am Arsch dort. Ja, du hast die richtig angespornt, die Jungs. Ja, ich meine, das ist genau, genau so muss das. Jetzt habt ihr Gabi ja hier, die Jungs richtig angetrieben haben. Und ich weiß ja selber, wie es ist, so dir genauso, ne? Dann bist du da dran und denkst dir so, es geht einfach gerade. Du möchtest was sagen, aber du weißt, ich verschenke eine unnötige Energie, zurückrufen, irgendwas sagen. Ja. Max hat immer noch, ich hoffe, das kommt jetzt gleich nochmal, weil da kam auch ein klassischer Bundeswehrspruch, aber ich will noch nicht zu viel, vielleicht kommt der gleich noch. Okay, stark. Frage aus dem Chat, ob ich schon mal Finnish Brutality mitgemacht habe. Nee, tatsächlich nicht. Mehrere Einladungen gehabt tatsächlich, hat aber noch nie hingehauen. Ist so militärisch so ein bisschen. Auch viel sportliche Sachen plus Schießen mit dabei. Hatte Fabio, glaube ich, mal. Genau, ein paar Fabio hatte damals meinen Platz, weil ich war da zu dem Zeitpunkt, weiß ich gar nicht. Selmers Wald war da, glaube ich, gerade, wo ich da war. Auf jeden Fall hat er quasi mein Ticket, habe ich gesagt, ey, hast Bock drauf und Fabio hat damit gemacht. Komm, Arsch, du kannst reden. Komm! Wenn du mal Arsch bist, zeig, dass dein Körper dir in die Lippen wälzt. Ich höre den Hoch. Einmal hochspringen. Komm! Let's go. Wie geht das? Komm! Komm! Bein drüber rechts. Perfekt. Und ich glaube, da kam hier Aaron jetzt Sack drauf. Das ist schon krass. Und das ist auch die Variante, wie du es machst, soweit ich weiß. Ja, also du springst oben drauf und dann drüber ziehen, ja. Ja, Aaron, wer weiß, vielleicht hat er im College das schon gemacht. Sieht so aus. Und jetzt den Bogen mit und komm, den rüber. Bist du? Komm, es ist natürlich einfach eine harte und hart beschissene Situation, wenn man nicht nur als Team ein Stück weiter hinten ist, sondern wenn man als einzelne Person im Team merkt, wow, diese Challenge liegt mir nicht. Ich bin auch im Team hinten dran. Dann hastet man immer hinterher, man ist immer hinten dran. Man läuft nie vorweg. Das ist einfach eine Scheißsituation. Let's go! Hey, push! Push! Warte, wir machen das angeschlossen. Ja? Push! Komm hoch! Komm hoch! Das ist auch sehr cool. Aaron kennt es halt vom Football. Du spornst dich hier immer an, schlägst ab und sagst, mach, komm, wir geben Gas. Und also Football und Militär oder Bundeswehr ist bei vielen Dingen sehr, sehr ähnlich. Dann habe ich diesen Sport auch so geliebt. Es ist super strukturiert, von Coaches her, von allem, auch vom Ton. Also deswegen hat das damals so ein Sport immer für mich so einen Reiz ausgeübt. Ja. Allgemeinleistungssport, ne? Geht da sehr in die gleiche Richtung. Motivieren und sich gegenseitig zu pushen und darüber geht, oder darum geht es ja auch. Zu schauen, dass man im Team eine mega Leistung abruft. Er macht es aber genau perfekt. Er sieht gerade, dass Max ein bisschen am Schwächeln ist, in Anführungszeichen, wirklich vielleicht schon einfach nicht mehr kann, auch wirklich am Limit ist und pusht ihn dann halt in der Sekunde nochmal. Ne? Also der weiß, was er tut. Der voll. Hat ja. Geil. Ja, rüber. Jawohl, los. Hier noch, komm. Wir sind gleich da. Los. Komm. Los! Geil! Ja! Voll, Leute, gut so, gute Leistung. Sauber. Gut, Alter. Ich hab öfters mal sagen müssen, du kannst noch reden, dann kannst du noch laufen. Wenn noch Luft zum Reden hat, der kann noch laufen. Klassiker. Den sollten wir bitte auch mit unserem YouTube-Kanal. Also irgendwer bitte da draußen, der jetzt zuschaut, muss diese Sprüche einmal sammeln, die in dieser Serie vorkommen. Und als Kommentar, dass wir die alle auflisten. Irgendwie Folge 1, Minute so und so, Spruch. Das wäre geil. Das finde ich tatsächlich sehr gut. Und als
ja, so ein bisschen, man muss manche Dinge einfach mit dem Augenzwinkern und Grinsen sehen. Hätte man gern gewusst, was Max in der Sekunde gedacht hat. So, was, ja, der hat mich, glaube ich, gehasst. Wo bin ich hier reingeraten? Ja. Mann! Zum, der am besten aufrichte dich auf, komm klar. Einer machst du aus dem Chat. Gute Leistung. Sehr gut. Geil. Sauber, Jungs. Stark. Dave, einmal für die Fans. Wie fühlst du dich? Super. Wie war's? Super. Gut, sagst du, ja? Kurz mal schnaufen. Und dann geht's weiter, wa? Jawohl, sehr gut. Ich glaube, das ist auch einfach das, was viele nachvollziehen können. Egal wie anstrengend, egal wie scheiße, wenn man sich durchgebissen hat, das Gefühl ist dann geschafft zu haben, sei es jetzt, was weiß ich, bei einem Marathon oder bei 500 Meter Zisenbahn. Wenn du es dann geschafft hast und das hinter dir hast, ist einfach nur ein geiles Gefühl. Sieht man, glaube ich, gerade ganz gut. Ja, ich weiß nicht, ob er das aber in dem Moment, ich glaube, in dem Moment ging eine Menge durch seinen Kopf. Ja. Und ich muss sagen, Gabi, ich fand es so froh, man kann es ja sagen, also kann sagen, da war stand, hat Max, war der kurz davor zu sagen, ich höre auf. Max war da mental wirklich so, weil es ihm, das war das, was Dave vorher auch gesagt hat, mit dem, wenn er der Letzte ist, da hat er halt eigentlich für Max gesprochen. Mhm, und Max war da mental schon echt fertig, weil er gemerkt hat, okay, er ist wirklich nicht fit. Ja. Und er hat sich auch da so reingesteigert mit, die anderen sind fitter und ich bin belastet. Und ich habe alle auch gesagt, das ist wie, was Katharina gesagt hat. Wir sind ja ein Team und ist ja die Teamaufgabe und das schwächste Glied ist nicht das schwächste Glied. Und es ist ja nur die erste Challenge, aber natürlich, aber da ist auch schön, was man so vom Mindset lernen kann und das hat mir damals bei meinem Dienst einfach extrem geholfen. Durch viele Erfahrungen, die man gemacht hat, weißt du, es wird erst am Ende abgerechnet. Genau. Die erste Challenge bedeutet nicht, dass alle Challenges so werden auf dem Lehrgang und Herausforderungen. Es gibt Dinge, wo man einfach merkt, puh, das ist nicht ganz so meins. Ja. Bei mir waren zum Beispiel so 5000 Meter, war immer nicht so, bin ich lieber 12 Minuten Vollgas, aber ich dachte, komm, da bist du 12 Minuten Lauf, einfach schneller durch. Ja. So, aber dann waren wieder andere Sachen, wo man sagt, boah, super, Kleiderschwimmen. Ja. Und andere wieder, boah, bloß kein Kleiderschwimmen. Ja. Richtig. Jeder hat irgendwo jeder so hat seine Sachen. Oder seine Stärken, seine Schwächen. Ja, fettes Danke nochmal, Onzi. Mit so zwei Leuten, netten Leuten vor der Kamera auftauchen im Check, dass wir vieles, dass ich so wenig streame. Sehr ja, ich kann echt nochmal Danke sagen, auch wie gesagt, dass der Dienstag das möglich gemacht hat, bei euch zu sagen, ihr dürft euch hier nicht nur in Zivilien setzen oder auch in Uniformen. Und wie gesagt, wir haben auch tatsächlich für eine Bundeswehrkarriere, bin ich dabei, wenn da Fragen gestellt werden, das kommt schon kräftig dran. Deswegen, kommt heute ja, ich finde es sehr, sehr cool, einfach, dass das einfach möglich gemacht worden ist. Ne? Aber und einfach die Leute mal in einem anderen Umfeld zu sehen. Ja, auch für uns natürlich eine mega coole Sache. Ne? Wir hatten schon mal die große Ehre, hier mit dem Stream zu sitzen. Also ich demnächst gibt es Livestreams vom EK-Lehrgang. Ja, das wird spannend. Ja. Geil. Gut, Alter. Na ja. Doch, komm. Na ja. Doch. Die Frage aus dem Chat, muss die Bahn in der Ausbildung in einer bestimmten Zeit geschafft werden? Also ich weiß, dass mehrere Auswahlverfahren, die ich mitgemacht habe, also EV zum Beispiel hier für den Spätzer und so, hieß es halt, normale Hindernisbahn, die wir hatten mit keine Sism bei uns in der Eile, mit zwei Brücken. Ich weiß die Zeit nicht mehr. In unter so und so Minuten. Ist das bei euch als Ausbilder auch es so? War ja auch immer Kriterium auf den Einzelkämpfer, dass die Hindernisbahn in einem gewissen Zeitraum absolviert werden musste. Jetzt hat man halt andere Kriterien geschaffen, aber auf einigen Lehrgängen war das gang und gäbe. Gibt es den Eingangslauf noch? Es gibt mittlerweile den 7000er Eingangstest noch. 20 Kilo, 7 Kilometer unter 52 Minuten? Richtig. Ja. Okay, alles klar. Genauso wie bei allen Lehrgängen tatsächlich, die ich gemacht habe im Pfullendorf. Du reist an. Auch. Genau, ich habe da Combat Medic gemacht, Survival-Lehrgang, Recall-Lehrgang und alles, also alles. Wo es immer hieß, okay, du weißt ganz genau, okay, jetzt erstmal wieder 7000 Meter Gepäcklauf. Das kann man auch sehr gut trainieren, ne? Ist eigentlich, in Anführungszeichen, eine Schande, wenn man es dann nicht schafft, aber gut, man kann immer irgendwo was haben, Krankheit, Verletzung, irgendwas. Du hast lange, ultra lange Beine. Ja, mir fällt es leicht. Gabi denkt sich, okay, ich muss hier durch Ich bin auch der Typ mit dem großen Rucksack und den kurzen Beinen, aber man darf halt nicht vergessen, bei uns sind halt auch noch gut Höhenmeter dabei. Ja, also wir haben über 100 Höhenmeter auf der Strecke, das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber das geht schon gut in die Beine. Wo ist der denn jetzt? Also ich hatte damals, wir hatten den, ich glaube 3000, das war aus dem Haupttor raus, Richtung unten, keine Ahnung, links abbiegen, da war ein Wendepunkt an irgendeiner Eiche und dann wieder zurücklaufen und Zeitnahme war eine Inspektion. Ja, das war auch so, das war noch der 3000 Meter Gepäcklauf. Genau. Mittlerweile machen wir den, wie gesagt, den 7000er und Start und Ziel ist da grob, wer sich auskennt, am Franzosenkreuz, also auch in der Nähe vom Kasernentor. Man läuft jetzt einmal den Berg ab, eine Runde im Kreis und dann den Berg wieder hoch. Also es ist grob für diejenigen, die da schon mal waren, die Flugplatzrunde, die man vom Joggen kennt. Ist für die meisten natürlich jetzt hier nicht wirklich greifbar. Und dann noch das Kleiderschwimmen. Ich weiß, ich habe mir damals so einen richtigen Rüffel angefangen. Das muss man auch sagen, guck mal, ich bin als Obergefreiter, du brennst für alles. Ich dachte, ich bin genau meiner Welt. Und dann war dieser Gepäcklauf und da ist damals ein Major, der sollte Hörsaalleiter werden oder übernehmen vom Hauptmann Tippelt, der leider immer gestorben ist. Der hängt bei euch, glaube ich, auch noch. Das war der alte Hörsaalleiter, der neu übergeben hat an den Major. Der ist mitgelaufen in Sportklamotten und ich habe halt so gebannt gedacht, Alter,
Hab Vollgas gegeben, war vor ihm Richtung Wendepunkt. Weißt du, dann habe ich gesagt, alles klar, bin an ihm vorbei. Herr Major, soll ich warten oder auf Sie oder darf ich schon mal selber dann um den Wendepunkt rumlaufen? Ja, ja, machen Sie das ruhig selber. Und dann kam ich zurück und habe dann zum Hauptmann tippelt. Das war echt nicht so. Da habe ich gesagt, Herr Hauptmann, schicken Sie nächstes Mal bitte einen schnelleren Major. Keine Ahnung, was mich der geistige Nachdruck gab durch die Sprengung hoch 10. Junge. Obergefreiter, was bilden Sie sich ein? Ja, stark. Ich habe, wo ich da war, bei euch gefragt, gibt es noch irgendwelche Unterlagen? Ich weiß nicht mehr, was das für eine Zeit war. Die war damals, also echt sehr gut, muss ich sagen. Ja. Jetzt wollte ich nicht mehr schaffen. Keine Ahnung, mich hat kurz was geritten, was stark. Nicht so gut war. Ich war 14 dann. Ja. Mal kurz unsterblich gemacht. Ich war so ganz kurz so, ja, und dann so, okay, vielleicht einen kleinen Höhenflug gehabt. Ja. Ja, da wurde schnell wieder gebremst. Ja. Und okay. Gesagt. Das wird, jeder hat so seine anderen Stärken und Schwächen. Das war richtig gut. Wir sind drüber gekommen und wir sind alle angekommen. Unser geliebtes Team YouTube. Und ja, natürlich ging Dave dahin und Marcus und sagte, ja, wir sind ja gar nicht fit, wir hocken immer nur im Büro. Klar, die hatten die kleine Geheimwaffe, den Aaron, mit dabei. Aber ich finde, Dave verkauft sich immer so ein bisschen unter Wert. Denn wir wissen alle ganz genau, der hat früher richtig viel Sport getrieben. Und man hat davon noch eine Menge gesehen. Auf der anderen Seite, das Team ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Alle haben richtig gut zusammengehalten, sich durchgekämpft durch die Bahn. Und ich finde, dafür ist das Ergebnis echt gut geworden. Gutes Tempo, weiter so! Und weiter, komm! Hoch, 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 hoch! Gerne auf geht's jetzt, raus da! Ja. Konzentrieren, Da muss man auch sagen, gerade dieses Springhindernis mit den Baumstümpfen, die kennen das halt, über Distanzen immer zu springen, richtig. Genau über aufzukommen, für die ist das, glaube ich, sehr wenig kraftraubend dann ja. Immer. Ne? Ja, und die sind ja genau das eigentlich gewohnt, wenn man sich die Parcours anguckt. Richtig, ne? Ja. Ist immer das Gleiche. Also vielleicht nicht so lange Strecken dazwischen laufen ja. Und alle Dinge nacheinander, sondern erst nur eins, aber ja. Konzentrier dich! Guck mal, wie entspannt der das macht. Zack, und weiter, zack. Tempo, und drüber! Und durch, oben drüber, und durch, oben drüber, auf geht's! Ja, sehr schön. Und das, wieder auf. Dass sie einfach wupp dann darüber sind. Also das im Schlusssprung darf man mal nicht vergessen, ne? Nee. Da. Ja. Es geht auch mal ein bisschen ganz schön nach unten in den Sand rein. Ja, ne? Ja. Die wupp da drüber. Ja, sehr schön. Und Tempo wieder aufnehmen. Und mit einem Flug drüber, komm. Und das ist eine sehr coole Aufnahme von hier. So. Also, Tempo. Das ist ehrlich. Halt... Ehrlich. Also das, ich glaube, ich bin mir sicher, ich weiß nicht, hat das jemand schon mal auch nur annähernd gewagt? Nein, warum? Noch nie. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der das gemacht hat. Du musst es ja nicht nur einfach so drauf haben, du bist ja körperlich wie alle anderen auch am Limit. Kann mir keiner erzählen, dass er da nicht am Limit ist. Und dann mal eben so ein keine Ahnung, Flip oder was auch immer das ist. Also wirklich geisteskrank. Das muss man sich mal anschauen. Also auf die Gedanken zu bauen. So selbstverständlich. Ohne einfach. Zu gucken, einfach. Ja. Das Bild sieht ja einfach völlig verboten so aus, oder? Ja, ich habe ihn danach gefragt, warum er da nicht einfach normal drunter ist. Ja, ich habe das gedacht, so, das ist für mich leichter, wenn ich so mache. War für mich kein Ding, habe ich einfach gemacht und gut ist. Ja, ich sag immer. Das so? Krass. Ey, tatsächlich. Ich hätte mir alles gebrochen. Schau es dir an, er ist schneller. Ey, jetzt mal ernsthaft, die sind ja alle gleich. Die sind wirklich alle auf einer Höhe, auch sehr cool. Ja. Hola. Oh, guck mal. So, alle haben eigentlich so. Ja, okay, er ist ein Tick. Ja, doch, der erste stützt sich schon vorne an der Kante ab. Stimmt. Der nächste, hinterste, hat den Fuß auch schon auf der Kante, ist auch im Absprung. Ja. Und er nimmt halt einfach nur den Flip, ne? Darf man das? Fragezeichen? Ja. Also, ich glaube, das steht ja nicht. Ich glaube, das hat einfach, wie gesagt, noch niemand gemacht, ja. Du kannst auch, wenn du willst, rückwärts über die Bahn gehen. Also, an sich ist es egal, wie du die Hindernisse überwindest, ja. Ja, ihr schreibt es alle, Full Send eben. Ja, richtig. Also. Krass. Tempo! Oben rüber, hopp! So einfach, als wäre gar nichts. Ja. Ich würde mich danach erstmal auf das alles. Letztes Hindernis, auf geht's! Auch super, rüber. Techniker, ne? Krass. Sauber, Junge! Ja, mit diesem Rüberschleifen rüber. Und so, ne? Letztes Hindernis! Komplett ohne Kraftverlust gefühlt. Und durch, komm, durch! Richtig lässig. Oder? Oh, sauber, Jungs. Alter, Lack. Oh, stark. Geil, mein Alter. Aber dieser Helm, ne? Gut, ich würde sagen, aus der Erfahrung raus, alles unter 7 Minuten ist schon echt ein Brett. Weil machen wir 3-mal unter 7 Minuten. Geil. Und einmal sogar eine 5er-Zeit. Alter Schwede. Ja. Das finde ich schon heftig gut. Das ist stark. Oder? Ja, das ist brutal. Richtig, richtig gut. Also, man muss jetzt sagen, die schnellsten waren die Schlappen. 5:02. Das hätte ich auch erwartet. Ey, fast eine 4er-Zeit. Muss man überlegen. Ja. Zu dritt. Ja.
abgewandelte Hindernisse, die man ja prinzipiell auch schneller überwinden könnte, eventuell, wenn man genau, alleine. Genau, gerade das eine mit drunter, drüber, absolut, drunter, drüber, das frisst ja wirklich Zeit. Da verlierst du Zeit, ja. Dann die langen Klamotten, dann die Stiefel, dann der Helm. Ja. Ne? Und da machen die da quasi, so gesehen, brauchen die nur doppelt so lang wie der Weltrekord. Genau. Also das ist. Wenn die da mal sich mal reinfuchsen würden und ins Training und du das halt einfach irgendwann mal verinnerlichst. Oder? Ja. Würde ich gerne mal sehen. Man hört übrigens, dass du wirklich angeschlagen bist. Ne? Muss man wirklich nochmal sagen. Ich habe mich so zugeknallt mit allem, was ging. Und ich habe gedacht, Otto, wie überlebst du diese zwei Tage? In der Viererzeit gelaufen. Ja, das ist, da kommt keiner ran. Da kommt keiner ran. Gut. Also erster 5:02 die Schlappen. Ja. Dann haben wir Team MML 6:14. Super knapp da hinten. Dahinter 6:18 Team Ninja. 6:18, also alle relativ eng beieinander. Ja, ne? Jetzt haben wir doch noch eins über, wenn ich es richtig habe. Ja, so noch zwei über. So über. Team YouTube 9:43 und dann Team Streamer 13:04. So, auch schöne Animation. Ja, stark, cool gemacht. Dann mit den Teamfarben 5:02. Krass. Die anderen eine Minute, über eine Minute langsamer und dann nachher halt klar Team YouTube und Team Streamer. Aber guck mal, Team YouTube. So, wenn wir jetzt vergleichen mal, wie sehr Max halt, ne, sagte, boah, nee, und überhaupt nicht. Aber waren trotzdem echt noch schneller als... Ja, fast 4 Minuten einfach irgendwie. Und deswegen, glaube ich, gar nicht so nah sich ranlassen, oder? Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen bei dem Team Ninja Fit haben wir gedacht, okay, die rasieren hier gerade alles ab. Ne? Also wir waren ja logischerweise live mit dabei. Und als wir die dann haben durchrennen sehen, 6:18, dachten wir schon, das muss erstmal einer knacken. Ja. MMA Spirit reißt dann nochmal die 4 Sekunden raus, aber jetzt der Unterschied. 5:02, das ist über eine Minute schneller. Ja. Das ist richtig. Mit diesen Flips und... Ja. Genau, also was macht eine Minute auf einer Bahn? Also hätten wir mich vorgefragt, hätte ich gesagt, Team Ninja als erstes. Ja, ich auch. Ja. Team MMA und Schlappen so irgendwo, zwei der eine, zwei der andere. Keine Ahnung, ja. Gut, im YouTube habe ich auch schneller und im Streamer habe ich tatsächlich auch gesagt, okay, die werden wahrscheinlich langsamste das sein. Das hatte ich als Selbstanschätzung auch schon so oder im Kopf, dass wir wahrscheinlich eher uns um die letzten Plätze Was hast du da gedacht? Genau, was hast du denn gedacht? So, meine Jungs, jetzt letzter Platz auf dem ersten... Also ich wusste schon, dass wir nicht unter die ersten drei sind. Also das hatte ich anhand der anderen mir schon denken können. Aber das ist... Ah nee, letzter Platz war der nicht, vorletzter, genau. Also da hast du schon gedacht, ja okay. Ja, wir machen andere Sachen gut. Okay. Ja. Aber trotzdem natürlich, wenn man seine Schütze legen, wo man sagt, okay, wir müssen trotzdem versuchen, alles rauszuholen. Wir müssen ja so in Sicherheit gewogen, wann das alles gut ist, ja. Ja, für und, Schlappen. Und auch da gilt, ne, muss man erstmal selber besser machen. Also die Zeit, die sieht jetzt hier jeder so und kann da vielleicht was auf den ersten Blick mit anfangen. Aber wer da selber nicht drüber gelaufen ist, ne? Die halt Zeit so verläuft Sache. Ja, geht ja so rum, wenn du an einem Hindernis nicht weiterkommst und dann darfst du, das brennt dann so viel Energie und nochmal neu ansetzen, nochmal, da bist du halt einfach, ja. Ja. Echt und platt. Das Coole ist, es geht ja gerade erst los. Challenge 1. Das war richtig spannend. Man muss auch so sagen, ich glaube, zum Beispiel die Ninja haben wahrscheinlich viele gedacht, boah, okay, die werden noch viel, viel schneller sein. Ich glaube, die sind so taktisch angegangen. Absolut. Wäre Luft gewesen noch, auf oder? Jeden Fall. Das glaube ich auch. Ich glaube, Team Ninja hat noch ein bisschen gespart an Energie. Ja. Die hätten das schneller machen können. Also so wirklich Kopf an Kopf rennen war es ja mit Team Spirit. Die hätten da wahrscheinlich noch ein bisschen was rausholen können, denke ich. Denke ich auch. Auf jeden Fall. Ja. Bald, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, jeder war am Ende todesoffen. Das haben komplett offen. Gesehen. Ja, ja, ich glaube, alle haben wirklich alles gegeben. Also ich denke, abgeholt haben wir sie in der ersten Station zu 100%. Voll. Ich glaube, in den Streamern ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, wenn ich mir die Zeit so angucke, um die 13 Minuten. Also da geht noch ein bisschen was. Ich glaube, die haben sich eher dadurch so ein bisschen schlecht gemacht, die Zeit, weil sie zu lange überlegt haben an manchen Hindernissen und sich gegenseitig mit helfen. Oh, nee, dann doch so, dann doch so. Ja. Dann geht ja mal ratzfatz eine Minute rum. Ja. Ich glaube, damit deswegen haben sie so die Zeit hingelegt. Aber da fand ich zum Beispiel Ronny, hinten das Gleithindernis, ist der ja... komplett da durchgeflogen. Jeder das haben wir leider nicht gesehen. Genau, ganz am Ende, wo es hier, musste man noch so ein Gleitindelnis, wo unten mit genau, ist. Und der flog da durch. So, das ist halt wieder, ich glaube, das sage ich jetzt auch, da hat jeder irgendwo halt seine Vorteile. So ein Max oder ich rutschen da garantiert nicht so. Also, du auch nicht. Überhaupt nicht. Ne? Also frag mich nicht. Oder? Ja. Zu seine Vorteile. Ne? Wenn du klein bist, kommst du durch die engen Sachen. Wenn du groß bist, springst du kurz drüber, kein Problem. Kannst du mal gut helfen dabei und so. Also ich bin schon mega happy. Ich auch. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Sachen. Also ein geiler Einstieg auf jeden Fall. Bin gespannt. Aktuell für Team Schlappen. Yo, ich war kacken. Dieses Bild, dieser monströse Rucksack. Und dabei die Sonne scheint zu schön. Ja. Was nicht heißt, dass es warm war. Ne? Also, nee, es war wirklich kalt. Aber es war ehrlich, es
hätte ja auch, ich habe Hamburg im Winter, habt ihr auch schon erlebt, dann können auch minus 10 Grad sein, Knochen trocken, Knochen gefrorener Boden, Knochen hart. Und ehrlich, ich fand das toll. Wir hatten Sonnenschein über 0 Grad und einfach halt trocken, weißt du? Ja, das ist so ein großer Effekt, ja, weil gut, wir sind jetzt wie gesagt immer noch am Anfang, aber das Wetter macht so viel aus. Ja. Also wenn die Teilnehmer noch schlechtes Wetter gehabt hätten, dann hätten vielleicht auch andere Ergebnisse. Logischerweise wären andere Ergebnisse gekommen, aber allein von der Moral her. Ja. Ja. Ich kann den Schiss machen. Und auf dem Bloomsburg gab es keinen Clubhub hier. Wir sind jetzt schon hinter der Zeit und müssen deswegen schneller marschieren. Wir marschieren jetzt seit 200 Metern, aber wir haben ein Riesenproblem. Also Max hat ja den Spitznamen der Ogre. Der dachte sich auch, okay, eigentlich der hat ja mal Lust auf rausfahren. Muss man echt Max lassen. Die meisten denken immer nur spielen und Games immer zu machen, aber auch ein ganz helles Köpfchen mit vielen Veranstaltungen. Stellt sich die ganze Herausforderung auch bei Nerd on the Dirt, muss ich sagen, ist ja sein Format, wo ich damals in Finnland da das ja für uns mit durchgeführt habe und geleitet. Andere Sachen in Planung, da ist der einfach immer offen für neue Dinge, die er ausprobieren möchte. Aber ich glaube, das kennen wir alle. Ja. Wenn du den Rucksack aufhast und denkst dir, wann endet dieser Berg? Richtig. Richtig. Und er weiß jetzt, okay, wie man sieht, die Sonne geht gerade auf. Ja. Es geht gerade erst los. Ja. Und für euch, weil es hier gerade kam, schneller Szenariowechsel. Ja, die Challenge ist beendet und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur nächsten Challenge. Ja. So, das heißt, es gibt jetzt gerade einen kleinen Verlegemarsch, halt einfach, um zur nächsten Challenge zu kommen. Pause. Und wie man da schön sieht, geht es natürlich direkt wieder bergauf. Richtig. Ja. Ja. Läuft. Läuft. Wenigstens sieht es geil aus, Max. Das stimmt. 200 Meter haben wir gepackt. Ja, wieso ist das denn so? Oh mein Gott, guck mal hinter dich! Ich dachte, das wäre so ein bisschen. Ich habe kurz vor 200. Ich kipp gleich um. Aber guck mal, was das für eine Steigung ist. Ich dachte, wir laufen gerade. Ich war gerade schockiert. Steven, Einschätzung. Also bergauf geht's noch. Das muss man auch mal sagen. Mega cool. Ich glaube, der hat genau den richtigen dafür gewählt. Richtig. Also, erzähl, willst du kurz was zu Steven sagen? Ja, Steven ist halt eine Bank. Also, Steven kommt, ist aus der Gebirgsjägerei und war da Muli-Zugführer. Ach was? Ja, in Bad Reichenhall und hat da in der Kompanie für Tragtiere die Tragtiere sozusagen ausgebildet und geführt. Und Steven ist halt, man wird ihn auch kennenlernen, auch so ein Stiller. Ja. Aber stille Wasser sind ja immer tief. Ja, kommt so ein Spruch, und, wo du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Er ist wirklich, wirklich, also, wirklich. Sei es fachlich, aber auch menschlich, ist er eine richtige Granate. Und er hat auch immer geschmunzelt und sich vieles angeguckt und kam halt dann steil aus der Kurve. Ja, war für die halt so ein bisschen wie der große Papa, habe ich das Gefühl. Also richtig geil auf jeden Fall. Ja. Und richtig gut. Das ist halt für den, also nicht mal Frühstück, was natürlich die Höhenmeter jetzt betrifft. Wenn er mit den Traktieren da hoch und durch die Gebirge läuft und so, geht jetzt auch dieses Jahr noch auf den Hochgebirgsspezialisten Sommer und ist dann genauso wie ich halt vollwertiger Hochgebirgsspezialist. Also der Mann war schon mal ein bisschen in den Bergen unterwegs. Für mich immer wirklich die Länge, die ich gemacht habe. Ich weiß noch, den dieser Damkerhütte, den Lauf da hoch oder sowas. Keine Ahnung, das habe ich damals gesagt, kann diese Gebirgsstapfelei. Ich liebe Berge zum Angucken, habe auch die Lehrgänge irgendwie genossen da. Ja. Aber ich finde mal, da sind Gebirgsjäger irgendwie anders einfach, wenn es bergauf geht mit Gepäck. Keine Ahnung, was ihr da zu essen bekommt da in der Kantine, aber es läuft. Oh Gott. Die nächste Station war natürlich ein bisschen weiter entfernt. Und natürlich haben wir jetzt kein Taxi bereitgestellt oder irgendwelche Fahrzeuge, schön einsteigen ins Warme. Denn das Ganze ist eine durchlaufende Übung. Das heißt, Rucksäcke aufnehmen, anziehen, Marsch durchs Gelände und erreichen der nächsten Station. So, die erste Challenge haben wir hinter uns. Hindernisbahn. Meiner Meinung nach haben wir brutal als Team zusammengearbeitet. Unser Ausbilder natürlich war uns eine große Hilfe. Und Teamwork makes the dream work. Also ich bin mit meiner Leistung von meinem Team zufrieden. Wir haben gut zusammengearbeitet. Ja, die Zeit wird sich zeigen, welche Platzierungen sie dann haben. Ich fand's gut, war eine saubere Teamarbeit. Gut zusammengefasst, oder? Ja, passt echt gut. Und da auch nochmal ganz kurz, also Roman, ich habe es auch nochmal kurz drunter geschrieben in dem einen Bild, was ich geschrieben habe oder was ich gepostet habe. Roman ist so der bestausgebildete Ausbilder bei uns in der Inspektion, hat eine Bandbreite an Erfahrung wirklich, die kein anderer hat. Zig Auslandseinsätze, zig Ausbildungen, also das wird jetzt hier den Rahmen springen, das alles vorzulesen, aber auch Survival, also Serie Instructor, Serie sagt er ja was. Ja. Für alle anderen, also quasi im Bundeswehr-Survival-Business ist er quasi so mit allen Klimazonen mit so der Best-Ausgebildete, den wir haben.
Auch Gebirgsjäger übrigens, ist auch beim militärischen Nahkampf, ist er da Nahkampflehrer. Truppenfachlehrer. Ja, sogar Truppenfachlehrer, EK noch dazu. Ne? Also er hat eigentlich alles schon abgeräumt. Alles abgeräumt, ne? Und entsprechend halt für Team MMA, denke ich, genau der Richtige. Ich glaube auch, die brauchen so einen harten Hund. Ja, auf jeden Fall. Man hat es gerade bei der Bahn ja schon gesehen, der gibt da Vollgas. Ja, geil. Ja, das finde ich auch ehrlich gesagt sehr schön, wie unterschiedlich auch die verschiedenen Ausbilder mit dabei sind. Ja. Ja, also das zeigt auch mal die ganze Bandbreite von Menschen, die überall auch arbeiten. Ja. Ja, was jeder so für Sachen mitbringt und Erfahrungen auch weitergeben kann. Ja. Wir sind lang so, dass wir uns schon mal langsam ans Orientieren gewöhnen können. Ja, bewegen uns grob Richtung Norden. Ja. Ja. Folgen dem Zaun, gehen über das Westen. Ich weiß ja warum, wir bewegen uns grob Richtung Norden, da guckt dann, okay, Sonne geht da. Wunderschönes Wetter, wirklich wunderschönes Wetter sind in der Luft. Und das Beste von allem ist, 2 Tage, kein verficktes Telefon. Ja, das war halt auch wirklich so. Ja, es hört sich jetzt lustig an, aber ja, ich glaube, alle sind es gewohnt, durchgehend am Handy zu sein. Ja? Ja. Als Person des öffentlichen Lebens, Influencer, wie auch immer, bist du es halt nicht anders gewohnt. Ich meine, du kennst es sicher auch nicht anders. Ich kann mich leider nicht, ich bin eigentlich das voll komplette Negativbeispiel davon für den Influencer, weil ich einfach kaum Nachrichten lese. Ja. Und so. Ich bin nur so, und das tut mir tatsächlich die Community manchmal leid, weil manche posten und machen und tun jeden Tag zig Storys und ich denke mir so, oh, da bei dir. Scheiße. Ist ja alles langweilig, was willst du jetzt machen? Oder ich genieße, ich bin dann ganz oft irgendwie auf Dinge und genieße dann wirklich diesen Moment, wo ich sage, ich will jetzt einfach hier marschieren und nicht schon wieder Handy rausholen. Ja. Und, aber klar, ich muss irgendwie so einen Mittelweg für mich selber finden, zu sagen, man teilt mehr mit. Ja. Richtig. Aber ich kann so einen Max so gut verstehen, der sagt, das tut mir einfach gut. Ja. Einfach mal abschalten. Oder? Ja. Einfach mal die Birne frei. Okay. Social Media Detox heißt doch so schön. Ja, wird gut. Ja, aber 5.30 Uhr geweckt, rausgeholt, nackig gemacht, umgezogen, direkt Vollgas hier auf diesem Parcours, ordentlich. Wir laufen jetzt schon busy und es geht direkt, aber direkt zur nächsten Challenge. Also es gibt in keiner Art und Weise hier eine Erholung. Und ich nehme natürlich ganz stark an, dass die Mentalität der Leute checken wollen. Das heißt, wenig und schlechten Schlaf, wenig Essen, maximale Körperbelastung. Aber MMA ist auch kein Kinderspiel, deswegen eine Drecksack-Mentalität bringen wir schon mit. Ich freue mich drauf und freue mich auf die anderen. Da fahren sie, Leute. Guckt euch das an. Die Schweine. Da sitzen wir gerade drin. Ja. Man sieht. Das musst du auch so als Lehrgangsteilnehmer denkst. Ja. Auch so, der Ausbilder im warmen Wort. Ja. Ja. Irgendwann, schönen Kaffee. Im besten Fall kommt irgendwann der Zeitpunkt, da wechselst du zur guten Seite. Ne? Richtig. Aber jeder hat ja die andere Seite auch erlebt. Richtig. Und ich glaube, das da hat man sich nicht, aber jetzt haben wir eine Steigung. Leck mich doch. Hätte ich mal vorher trainiert. Ich sag's euch, Leute. Ich bin zu kaputt, um Vollbeladen um zu trinken. Wir sind da hinten neben zum Trinken. Dann fällt hinten um. Schildkrötenmodus, Leute. Oh Gott. Das ist so geil, aber meine Beine, ich sag euch, am Arsch. Am Arsch. Ich bin jetzt Kartenleser geworden, ich bin der Kartenchef. Kartenchef? Was unser Ausbilder nicht weiß, ich bin der, bei dem sich immer alle verlaufen. Ich bin der nicht Karten lesen kann. Ja, warum sagst du das, dass das der Ausbilder nicht wissen soll? Ich finde das total beschissen. Nein, das ist kein Problem, ich führe es dadurch. Es ist ja auch nicht schwierig. Du bist ja nur die rote Linie langlaufen. Für mich ist das hier gerade im Gegensatz zu der Challenge eben. Genau. Also die Frage kommt auf den Chat, ist der Marsch auch eine Challenge gewesen? Nein, Marsch keine Challenge. So, gehört so ein bisschen zu dieser Gesamt-Challenge-Belastung. Wie reagieren oder wie gut sind die Teilnehmer unter Belastungen oder irgendwelchen anderen Challenges, die noch kommen? Und wir fahren ja nicht mit dem Auto von A nach B, sondern so zu gucken, okay, wie fordert man die einfach mal über diese 48 Stunden? Dann heißt es halt auch von A nach B mal marschieren oder sehr viel, nicht nur.
um dann zu gucken, ja, wie reißt er die nächste Challenge an. Und es ist ja auch kein reines TV-Format, wo wir jetzt einfach nur eine Challenge nach der nächsten abreißen. Nee. Es geht ja immer noch um die 48 Stunden zusammenhängend, das Ganze, so wie wir das als Soldaten eben gewohnt sind. Ja, es fährt halt oftmals kein Auto, kein Bus. Da habe ich noch einen. Ne? Ja, Fußbus fährt immer. Ich könnte gleich aufschreiben, der Fußbus fährt immer. ja, und das merkt man dann schon. Jetzt gerade sind wir ja vielleicht bei Kilometer 1 ungefähr. Gut, jetzt zählen wir die Bahn mal dazu, aber da war ja der Rucksack nicht dabei. Da kommt noch ein bisschen was. Ja. Genau, Frage aus dem Chat, kann es sein, dass die Folgen bei Join kürzer sind? Ja, die Folgen bei Join sind kürzer. Schaut euch am besten beide Sachen an, also supportet einmal Join und auch gerne natürlich bei mir YouTube. Teilt das Ganze auch weiter, damit vielleicht noch andere Challenges folgen können. Ist das jetzt gerade entspannt? Jeder Berg nimmt mich auseinander. Egal ob bei der Radtour. Ist unser Freund. Oh er ist auf unserer Seite. Denn hinter ihm kommt das Meer! Das Meer! Also ist das geil. Kennt jeder, oder? Alter, ey. Ja. Komm, Jungs, lass uns einfach weiter. Dann hast du zwei in deinem. Du bist wirklich am Ackern und du hast dann welche bei dir im Trupp. Die sind so gut drauf, denkst, die Arschlöcher, ja. Komm, ey, lass uns einfach hier la 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 la. Ja, stark. Aber ehrlich, dadurch merkst du nicht die Meter, die du läufst, also richtig. Oder weniger. Ich denke, das ist, glaube ich, gute Laune. Gute Laune ist der schon. Beste Ablenkung, Moral, Humor sind das A und O, auch in den beschissensten Situationen. Ja. Wenn irgendwann das Team anfängt, dass alle scheiße drauf sind und jeder hat keinen Bock mehr, dann ziehst du dich gegenseitig nur runter. Das ist so. In dem Moment ist er wahrscheinlich echt abgenervt, aber im Endeffekt hilft es ihm wahrscheinlich. Ja. Total. Ist das was? Meer, Digga. Das Meer. Wir sind in Bayern, Ronny. Wir lieben den Berg so sehr. Oh yeah. Die gute Laune, vergiss das nicht. Ja, nicht mit den scheiß Songs. Er war kein Pfadfinder, Leute. Er war kein Pfadfinder. Da konnte diesen Rucksack nicht stark, wirklich stark. Am besten gefällt mir das Deckelfach. Das, was am Ende nicht mal reinpasst, da einfach rein. Einfach alles einfach rein. Darunter, fertig. Stark. Ja, voll. Otto, wie lange ist die Pause zwischen dem Parcours und dem Marsch gewesen? Eigentlich im Anschluss direkt. Richtig, wir sind waren fertig und sind losmarschiert. Kurz durchgeatmet, packen und direkt weiter ging es, Ging's los, ja. Ich war auch kein Pfadfinder. Und Jan, was hast du schon verloren? Also, ich habe auf dem ersten Marsch immer getätigt, da habe meine Jacke verloren. Ja, passiert, oder? Heilige Scheiße, wir wissen, was die nächste Challenge ist. Ich habe mir die letzte Energiereserve hier hergetragen. Dafür jetzt müssen wir da hinten klettern. Das bringt uns um, ne? Ach, klettern, Mann! Oh Gott, ich dachte gerade, du bist jetzt hier laufen mit dem Rucksack. Ich finde klettern viel. Das wär's gewesen. Sie das mit dem Gepäck laufen im Anschluss. Oh, Edel. Ja. Oh. Im Nachhinein können wir sagen, das wär's jetzt gewesen. Ja. Aber plan das mal aus. Ja. Dann sagen alle, nee, da bin ich raus. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber wäre geil gewesen. Ja. Also ich finde, dass die Mischung im Nachhinein, ihr wisst es also nicht als Zuschauer, aber ich richtig gut gewählt war zwischen. Ne, also wirklich Höhentiefen. Und. Ja, ich freue mich vor allem für ein Team bei der Challenge, die dann viel schlimmer. Wenn ihr die nächste Folge schon sehen wollt, dann klickt. So. Schon vorbei. Da haben wir die ganze Zeit schon vorbei. Ah, ne. Voll mit drauf. Fullcam Mitte ist richtig. Geil. Oh, stark. Habt ihr die Jacke gefunden? Ja, die Jacke wurde wieder. Also ich hab direkt ein Team losgeschickt mit dem Auto. Sucht mal die Jacke, die müsste grob zwischen dem und dem Punkt sein. Ja. Und dann kam dann 10 Minuten später direkt die Meldung, haben wir gefunden. Ist auch Keiner musste frieren, ist halt auch ein Talent an der Stelle. Innerhalb von 200 Metern Marschstrecke direkt mal so mit das Wichtigste. Zu verlieren. Zu verlieren. Großer Ding. Wann kommt die nächste Folge? Also nächste Folge wird es nächste Woche Samstag geben auf YouTube. Und ich freue mich richtig, richtig drauf. Dass es auch so gut ankommt tatsächlich. Sehr schön, viele coole Kommentare. Und selbst welche, die halt auch Fragen haben, dafür ist auch so ein Chat da, dass man sagen kann, ganz offen, und warum mache ich auch so Formate, auch wie so ein Arctic Warrior, waren ja auch alles Kameraden, Siri-Ausbilder aus Fullendorf mit dabei, die offiziell, alles klar, ihr könnt Urlaub machen, freigestellt, könnt da mitmachen. Oder da auch in den Teams, wir gesehen haben, okay, hey, was für Personen nehmen da einfach mit dran teil. Oder dass jetzt die Leute hier euch kennenlernen dürfen, ein bisschen mehr als jetzt nur von YouTube. Und das finde ich halt immer gut, weil halt jeder normaler Mensch und man kann mal Fragen stellen. Ich wollte gerade sagen, man wird ja oft immer wegen so als Unmensch und Menschenhasser, aber wir sind halt auch nur. Ja, richtig. Man hat es ja da gesehen. In der Serie mache ich ja schon gut Druck nach vorne zum Teil. Ja, und jetzt bin ich ja hier wie alle anderen auch ganz normal. Also alles entspannt. Total, oder? Ja. Ja, so.
kann Niklas mal das Abzeichen auf seiner rechten Brust erklären. Viel Spaß nochmal. Jo, ich dachte, habe ich ja vorhin schon gemacht, aber mache ich natürlich noch mal, gar kein Problem. Das Abzeichen ist der Heereshochgebirgsspezialist. Den kann man erwerben, wenn man sowohl den Teil Sommer als auch den Teil Winter erfolgreich besteht. Das ist ein Lehrgang im Hochgebirge eben. Im Sommer geht es darum, dass du die Truppe ja, durch Fels, durch schwieriges Gelände eben führen kannst, Teilgelände reinlegen kannst. Das Ganze besteht aus 17 Prüfungen. Du darfst genau eine davon darfst du durchfallen und ansonsten keine weitere, also doch schon sehr anspruchsvoll. Wenn du das erfolgreich hast, dann geht's auf den Winterteil. Im Winter machst du das Ganze dann auf Ski, du beurteilst die Lawinensituation, die Lawinenlage und entscheidest dann eben vor Ort, wann dann halt eben Abbruch ist und wann du halt weitergehen kannst. Als kleines Beispiel machst du natürlich auch noch ein paar Anteile, ja, ich nenne es mal behelfsmäßige Bergrettung. Was machst du, wenn ein Kamerad sich verletzt hat? Wie kannst du jemanden abtransportieren? Und. Und genau, wenn du die beiden Anteile dann hast, dann kriegst du eben das Abzeichen. Für mich persönlich, vielleicht noch als Anekdote, ich komme selber aus dem Münsterland, aus Münster. Ich habe sehr Bergen, viele Berge, ja, vieles Vorland richtig, quasi. Die Mülldeponie ist das höchste aller Gefühle. Und dann war das für mich schon echt ein enormer Aufwand, mich da reinzufuchsen. Bin am Wochenende immer unten geblieben und habe mich dann halt eben reingekniet, um dieses Abzeichen und natürlich die Lehrgänge erfolgreich zu bestehen. Es hat funktioniert, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Mega. Oh, kann das sein, dass wir GZ... hast du die 1 in den Trends noch gut? Ach, stark. Sind wir statt auch dank euch und allen Zuschauern. Danke, danke, liebe Community und allen Zuschauern draußen. Anscheinend sind wir doch Platz 1 in den YouTube-Trends. Sehr cool. Ja. Mega. Ja. So, Otto, gibt es bei der Bundeswehr auch Feuerwehrjobs? Ich glaube, da haben wir ein paar Jungs jetzt beantworten können. Ich meine ja, aber wir haben Jungs von der Bundeswehrkarriere dabei oder Kameraden von der Bundeswehrkarriere. Erster Platz, wie cool. Wie viele Folgen sind noch geplant? Ihr könnt euch auf noch mindestens sieben Folgen freuen. Da wird noch was kommen. Ja, die Frage, gerne mehr Streams mit den beiden. Wir haben das jetzt mal so zum Start gemacht, aber ihr seid ja auch echt weit angereist. Das wäre wahrscheinlich praktischer, wenn ich in Richtung Süden kommen würde. Da steht nämlich das Setup. ich muss mal gucken, inwiefern wir, denn ich würde auch gerne nächste Woche wieder, mal gucken, nächste Woche Sonntag, das müsste, was ist nächste Woche Sonntag? Ja, ich will auf jeden Fall auf die ganzen Folgen reagieren, die mit euch durchschauen. Und ich fand es einfach toll, dass wir heute, ehrlich gesagt, ja, zu dritt waren und ihr nochmal Hintergrundinformationen geben konnte und auch, ja, wir so viele hier sind, die Fragen stellen. Richtig. Genau, also eventuell werde ich mich auch nochmal dazu aufraffen, vielleicht nochmal selber auf die eine oder andere Folge zu reagieren. Das ist jetzt gerade noch ein bisschen in Planung. Logischerweise habe ich da jetzt nicht so den Background wie Otto oder das Team drumherum. Mich hast du ganz schnell eingeholt. Ja, genau. Mich hast du ganz schnell eingeholt, ja, was Streaming angeht, technisch, ohne die Mods und die Jungs im Hintergrund würde einfach bei mir gar nichts stehen. Ja, mal sehen. Aber vielleicht, ich habe mit Gabi schon mal drüber gesprochen, wenn wir es einrichten können, dann könnte es sein, dass ihr Gabi und mich, wenn ihr Bock habt, dann auch nochmal auf dem eigenen Kanal dann eben verfolgen könnt. Ja. Ich habe es vorhin schon erwähnt, nächste Woche könnte es allerdings schon schwierig werden, weil Gabi und ich da auf der FIBO sind. Also wer von euch nächste Woche auf der FIBO ist, egal ob jetzt Donnerstag, Freitag bei der Händlerausstellung oder Samstag, Sonntag eben für die ganz normalen Besucher, kommt gerne vorbei. Otto ist auch am Start. Yes. Wir beide, also Gabi und ich sind am Stand der Bundeswehr. Ich weiß nicht genau, wo du rumspringst, aber wahrscheinlich überall. Ja. Ich habe einfach den Termin bekommen, bei mir für Rheinfeier, also für meinen Verein quasi und FIBO spannend. Ja, also wer, glaube ich, da Bock hat, der kann Bankdrücken gegen Gabi zu machen. Unser ansprechender Bankdrücken ist nicht mal eine Disziplin, aber wir werden eine finden. Oder Hochsprung gegen Niklas. Ja. 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 Nee, wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Da können wir einfach, deswegen, wenn ich ein paar Fragen kommen, die noch machen. Wer würden der Herr und die Dame nochmal so ein Projekt mit dir machen? Ja, auf jeden Fall. Wenn die Frage. Ich habe ja schon ja gesagt. Gabi wird nämlich beim Desert Warrior mit dabei sein. Das kann man schon mal verraten, tatsächlich. Wo ich mich sehr darüber gefreut habe, das dass einfach spannend. Frauenpower mit am Start ist, wo Leute sagen: Ah, okay, nicht nur Hut ab, sondern wir können richtig was lernen auf jeden Fall. Feiere ich mega. Also freue ich mich jetzt schon drauf, werde ich mir auch angucken zu 100%. Ich mir auch. Ja. Wir sind sogar in einem Team. Ja, das ist auch richtig. Das wird edel. Wird edel. Das wird dann mit Mello Team Military. Geil. Geil. Zwei Aktive und eine Reserve. Ich muss echt ein bisschen trainieren, weil ich nicht ganz so gegen euch alt aussehe, aber ja. Aber natürlich, klar, so ein Projekt allgemein, jetzt auch nicht hier im Stream, sondern allgemein Vorbereitung, Durchführung, ist natürlich eine mega Sache. Klar hofft man natürlich, dass es nicht einmalig bleibt, aber selbst wenn, einfach mitnehmen, was geht. Für mich schon eine super Erfahrung. Ganz egal, was kommt. Einfach mega. Ich würde es jederzeit wieder machen. Hat auch extrem viel Spaß gemacht. Da kam die Frage rein, ob du auch bei den Gebirgsjägern bist.
Warte, wo? Nein, ich bin tatsächlich normaler Wald- und Wiesenjäger. Grünes Barett. Also ja, grünes richtig. Barett, Bordeaux-Rot und ja, diesen Hut. Ja, die graue Gebirgsmütze. Ja. Die ist sehr schön. Das Edelweißzeichen ist wirklich schön. Ist ja. Wirklich ja, durchaus, durchaus. Nee, aber alle von der Kampftruppe so gesehen, ja. Jägertruppe da jetzt auch. Nicht unbedingt, muss ich da jetzt nicht verstecken hinter den Gebirgsjägern. Auf keinen Fall, nee. Sind auch gute Jungs und Mädels. Ja, ne. So, ich schlage diesmal keinen Raid vor. Boten werden wieder voll, wenn du sagen, erhältet. Ja, Onzi, vielen, vielen Dank und auch wirklich allen anderen, dass so viele daran teilgenommen haben, viele Fragen gestellt worden sind. Finde ich wirklich, wirklich gut. Wie gesagt, ich react auf jeden Fall auf die nächsten Folgen auch. Mal gucken, welche Gäste wir nochmal dazu holen können, wer mal wieder Zeit hat. Ja, werden wir auf jeden Fall zu was kommen. Vielen, vielen Dank, kann ich nur sagen. Ich danke euch beiden danke. Für eure Zeit. Danke. Also für die Möglichkeit. Ja, war echt eine coole Sache, coole Erfahrung. Richtig. Komplettes Neuland, aber... Absolut, aber im Endeffekt sind wir jetzt auch ein bisschen in der Welt von den anderen. Ne? Also wir haben so ein bisschen Rollen getauscht jetzt, ne? Ja. Von vielen anderen. Nicht verkehrt. Ja, absehbarer Zeit ein Projekt mit anderen YouTubern geplant. Ja, immer bei mir. Allein, anderen YouTubern bei der Bundeswehr. Das kann ich gar nicht beantworten, die Frage. Ich glaube, das kann gerade keiner so richtig beantworten. Keine Ahnung. Ja, ich bin sehr dankbar, dass es so geklappt hat. Es war eine Menge Arbeit, das kann man auch so sagen. Es ist ja nicht einfach, ich komme hin und mache was bei der Bundeswehr, sondern ja, ich glaube, es geht um Kredibilität natürlich auch ein bisschen. Ja. Also das Team, was da im Endeffekt im Hintergrund ist, diejenigen, die man halt nicht vor der Kamera sieht, diejenigen, die halt alles Mögliche seit Monaten tun, getan haben, damit das so alles umsetzbar ist und so, denen gilt eigentlich der größte Dank. Ja. Ja, klar, ihr seht natürlich uns und die Jungs und Mädels vor der Kamera in der Challenge, aber diejenigen, die das wirklich am Laufen halten, sind halt die dahinter. Ne? Ja. Ist so. Und echt eine Menge. Genau, da kann man echt sagen, Chapeau an alle, die es unterstützen. Gut ab. Man jetzt hier nicht auf der Kamera sieht.